Wie ich eingangs sagte, soll es heute darum gehen, Paare aus der Region und auch aus der Stadt Kassel vorzustellen. Und zwar nicht nur unter dem Fokus, dass sie in der Krise es schwer haben, dass Kultur es im Lockdown schwer hat, sondern auch unter dem Fokus, welche Kraft eigentlich in dem Wir liegt, wenn nicht nur einer kreativ ist, sondern wenn beide Paare miteinander sich neu erfinden müssen, sich mit dem, was sie als Kulturschaffende tun, auseinandersetzen und somit das Leben immer vielleicht in einer Art krisenhaftem Modus ist. Es war eine These zumindest. Und wir wollten auch nachschauen, ob daraus vielleicht so etwas wie eine Resilienz, eine Stärke auch erwächst bei Kulturschaffenden, also was wir von ihnen eigentlich lernen können. Und auf die Idee sind wir gekommen, als Wilburg Kleff, die zuständig ist für die Kulturförderung im Landkreis Kassel, die letzte Sendung Kultur im Lockdown daran teilgenommen hat und danach mit mir ins Gespräch kam, dass das eigentlich wichtig wäre, nochmal auch auf die Region zu schauen. Herzlich willkommen, Frau Kleff. Sie haben auch das Wort und ich wollte einfach die Gelegenheit weitergeben, dass Sie diese Idee hatten und dass daraus diese Tagung entstanden ist. Ja, vielen Dank, Frau Vogt. Ja, mein Name ist Wilburg Kleff. Ich arbeite beim Landkreis und Kultur ist sozusagen mein Thema. Und ich muss sagen, ich habe total gerne mitgeplant. Es ist immer toll, wenn man jemanden findet, der eine Idee aufnimmt und dann konstruktiv weiterstrickt. Es ist ein spannendes Thema. Wir wollten mit dieser Idee auch verbinden, dass es eine Freude ist zu sehen, wie sich Menschen vernetzen und zwar auch neuere Menschen oder andere Menschen sich finden. Also nicht nur die Klein-Klein-Gruppe aus der Stadt und die Klein-Klein-Gruppe aus dem Landkreis, sondern dass man plötzlich begreift, wir leben alle in dieser Region und wir teilen was. Ja? Und das ist für mich auch so ein ganz bisschen damit verbunden, die Hoffnung, damit mit diesem Kennenlernen und dem einander etwas zu erzählen, auch wenn es so virtuell ist und nicht persönlich, trotzdem die Grundlage für den Neustart, den wir ja nun alle irgendwann wollen. Ich meine, im Moment rechne ich ja jetzt auch schon nicht damit, aber ich bin dann im Laufe des Jahres, kommt vielleicht doch noch was. Also den Neustart, die Bedingungen für diesen Neustart, für dieses Aufnehmen der kreativen Fäden zu verbessern. Ja, dafür haben wir dann auch die Kooperation zwischen Kulturnetz und der Evangelischen Akademie in Hof Geismar und so weiter gefunden. Vielen Dank, das war's. Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Kleff, und ich habe viel gelernt über die Struktur. Mir war es vorher nicht klar, wie Kulturförderung in der Stadt Kassel und im Landkreis so anders strukturiert sind, aber es ist ja hier ein Feld, bei dem wir alle nur dazulernen können. Sie hatten es schon angedeutet eben, dass auch das Kulturnetz mit verbunden ist, und so darf ich Evelyn Falting vom Kulturnetz in Kassel ganz herzlich begrüßen. Wir haben auch ein Spendenkonto eingeblendet, als Sie den Link bekommen haben, mit dem Sie sich heute Abend zugeschaltet haben, war unten der Hinweis zu finden, wer kreative Paare unterstützen möchte, kann das gerne tun. Wir haben dafür die Kontoverbindung des Kulturnetzes eingeblendet, wo vorher Einkommen schaffen war. Diese Aktion, die es vorher gab, die ist beendet. Das ist ganz klar, die war zeitlich befristet. Und die Anträge werden jetzt schon bearbeitet und den einzelnen Künstlern weitergeleitet. Aber wer noch weiter spenden möchte, das wollten wir ja gerne fördern und unterstützen, kann das tun. Und das wird dann ganz gezielt für diese Paare aus der Region, die wir jetzt vorstellen, dann auch verwendet. Evelyn, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Kerstin. Ich darf Sie auch alle sehr herzlich begrüßen, und zwar im Namen vom Kulturnetz Kassel, das diese Veranstaltung mit initiiert hat, und zwar gemeinsam, wie gesagt, schon mit Wilburg Kleff von der Kulturförderung des Landkreises. Das Kulturnetz Kassel hat ja das Ziel, die vielfältige Kulturszene in Kassel und in der Region sichtbar zu machen, sowie Vernetzung, Austausch und Kooperation der Kulturschaffenden untereinander zu ermöglichen. Und so finden jährlich Vernetzungstreffen statt, abwechselnd in der Stadt und im Landkreis.
Hier können sich Kulturschaffende und Initiativen vorstellen, sich bekannt machen und Zusammenarbeit bzw. Synergien ausloten. Und neben der Beratung von Kulturschaffenden ist das Kulturnetz auch inzwischen zu einem wichtigen Projektträger geworden und stellt seine Kompetenzen, zum Beispiel in der Akquise von Fördermitteln und Durchführung von Projekten unterschiedlichen Kultureinrichtungen zur Verfügung. Nun hat sich in Kooperation mit dem Landkreis das Kulturnetz Ende 2020 eine neue Plattform für Kulturschaffende und Kulturinitiativen ausgedacht, und zwar bei Facebook unter dem Namen Kultur im Kontakt. Kultur lebt ja von Kontakten zwischen Kunstschaffenden und Publikum, zwischen Kulturakteuren und Veranstaltern, zwischen Kulturinitiativen und Kulturinstitutionen und so weiter. Da nun, wie wir alle wissen, aufgrund der Pandemie der Austausch auf analogen Netzwerktreffen nicht mehr möglich ist, wurde in Kooperation mit dem Landkreis diese digitale Plattform erschaffen. Und hier können Kulturschaffende wichtige Informationen einsehen und auch weiterhin Kontakte knüpfen. Es werden Beratungsangebote und Förderprogramme bekannt gemacht, ebenso wie Links zu Verbänden und Stellungnahmen von Ministerien beispielsweise. Es wird auch über den Stand der pandemiebedingten Einschränkungen informiert und es gibt Hinweise auf Ansprechpartner für Kulturschaffende in der Region. Und es werden darüber hinaus interessante Projekte vorgestellt. Vor allem aber soll es um einen lebendigen Austausch gehen, der Kulturschaffende über die Zeiten der Kontaktbeschränkungen hinweg hilft. VR und überleben Künstler und Künstlerinnen diese lange Zeit der Pandemie? Was haben sie ausprobiert? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Welche Strategien des künstlerischen Überlebens in der Krise haben sie entwickelt? Was können wir von kreativen Paaren heute Abend lernen? Darum im Speziellen geht es heute. Und ich möchte auch im Namen des Kulturnetz der Evangelischen Akademie ganz herzlich dafür danken, dass sie diese Online-Veranstaltung ermöglicht hat. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Evelyn. Dann wollen wir gleich beginnen mit dem ersten Paar. Wir haben auch gedacht, wir fangen direkt in dem Landkreis an. Wenn wir nach Grebenstein, also Richtung Hof Geismar fahren, können wir ein Paar erleben, nämlich Karin Bormann-Roth und Georg Roth, die dort seit vielen Jahren leben, aber auch kreativ tätig sind. Einige von uns haben sie auch dort schon besucht. Es ist ein wunderbar großes Anwesen. Und das Tolle ist, dass wir heute Abend jeweils einen Film sehen oder Bilder sehen, die einen Eindruck vermitteln von dem, was das Paar tut, sodass diejenigen, die sie noch nicht kennen, danach angeregt sein werden, vielleicht etwas näher hinzuschauen oder sich vielleicht auch zu einem Workshop dort anzumelden. Also, wir würden gerne dieses Video sehen, damit wir einen Eindruck bekommen von Karin und Georg Bormann-Roth. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie konnten im zweiten Anlauf alle auch mit Ton die Bilder verfolgen. Es gibt immer solche kleinen Schwierigkeiten, dass das manchmal nicht so alles gleichzeitig funktioniert. Aber ich fand das Video sehr eindrücklich, weil es etwas deutlich gemacht hat, wie eng sie aufeinander Arbeit und Leben bezogen haben. Also dass natürlich ihre Kinder ganz im Mittelpunkt stehen, das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Aber dass auch ihr Arbeiten natürlich sehr eng miteinander verbunden ist. Und so möchte ich Sie fragen, wie Sie diese Zeit, wo Sie jetzt weniger Gäste haben, weniger Menschen Sie besuchen können, auch Ihr Atelier oder vielleicht auch ja, Kurse bei Ihnen teilnehmen können, wie Sie diese Zeit der Stille, will ich mal diese Corona-Zeit nennen, bisher erlebt haben in Grebenstein.
Ja, ehrlich gesagt, es ist kein großer Unterschied zwischen der Normalzeit, weil ich so und so immer alleine im Atelier arbeite. Und vielleicht ist diese Arbeit jetzt noch konzentrierter, weil wenig Leute vorbeikommen, wir nicht ausgehen. Aber es ist eine sehr konzentrierte Arbeit und das tut eigentlich auch mal gut. Also ich finde es, ich fühle mich nicht im Lockdown. Also ich fahre weniger mit dem Auto, ich kann sehr viel konzentrierter arbeiten. Also ich empfinde das fast, also zumindest nicht als negativ, diese Zeit. Ja. Und wir haben immer noch, zwar weniger, aber unsere wichtigen Kontakte, die haben wir eigentlich noch gehalten. Die Freunde, die kommen vorbei. Im Sommer war das kein Problem. Wir konnten noch unsere Sommerakademie durchführen. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder schaffen. Also wir haben auch unsere Aufträge weiterhin, sodass wir eigentlich auch finanziell gut durch die Zeit gekommen sind bisher, bis auf das Unterrichten. Also ist eigentlich alles beim Alten. Ja. Wo unterrichten Sie, wenn Sie, ich meine, wir wollen versuchen, so, also auch Menschen, die Sie jetzt noch nicht kennen, noch ein bisschen mit reinzunehmen. Also das ist ja auch immer eine wichtige Komponente, wenn man eben nicht nur intern arbeitet, sondern eben auch noch Außenkontakte hat durch solche Formate. Ja, eigentlich nur noch in der Malschule, in der Musikschule Baunatal gebe ich einen Malkurs. Ich hatte vor Corona auch noch Kindermalkurse gegeben, das habe ich dann aufgegeben. Und sonst machen wir bei uns hier auf dem Grundstück die Sommerakademie für Bildhauerei seit 36 Jahren. Jedes Jahr Kurse, Steinbildhauerei, plastisches Gestalten. Und das konnten wir auch noch dieses Jahr durchführen, weil wir genügend Platz, also mit Abständen bis zu über 2 Meter von Person zu Person hatten. Und ich hoffe, dass es im Sommer wieder mit den Zahlen so runtergeht. Das ist, also wir haben es in Planung, wir sind schon fast voll. Also wir haben schon sehr viele Anmeldungen. Wir hoffen, dass das auch so möglich ist, ja, wieder. Wunderbar, ein ermutigendes Zeichen aus der Kultur. Also es ist eben nicht alles über einen Kamm zu scheren und nur vom Drama zu sprechen, sondern wir sehen bei Ihnen auch, dass es Paare gibt, wo das gut gelingen kann. Wie würden Sie das bezeichnen, dass Sie sich auch miteinander auseinandersetzen, was das Inhaltliche der Arbeit betrifft? Also ist es eine Stärke oder ist es eher schwierig, dass der andere im gleichen Metier oder ähnlichen Metier ist? Also wir haben natürlich auch im Laufe der Jahre Konkurrenz erlebt und das hat sich jetzt aber so ein bisschen auseinandergedriftet. Es ist aber schon sehr schön, man hilft sich gegenseitig bei bestimmten Arbeiten. Ich bin mehr so für dieses Büromäßige und Tippen und das zuständig, mein Mann mehr für die kräftigen Arbeiten. Und also das Organisieren mache ich und so ergänzen wir uns. Und wenn einer eine Arbeit hat, dann kann der andere auch mal von Ferne drüber gucken. Und wir haben ja geschulte Augen und können uns dann gegenseitig auch einen Tipp geben, was man vielleicht noch ändern könnte oder was gut ist. Ja, das ist wichtig. Und was halten Sie von der These, dass man von kreativen Paaren etwas lernen kann, eine Form von Resilienz, ein ständig sich neu hinterfragen und neu erfinden müssen? Ja, also wenn ich jetzt Näheres aus unserer Paarbeziehung sage, wir sind ein Ehepaar, aber natürlich auch, wir arbeiten zusammen und da haben sich die Schwerpunkte doch etwas verschoben im Laufe der vielen Jahre. Wir arbeiten seit, ich glaube, 37 Jahren jetzt zusammen. Seit dem Studium und seit 80, schon noch länger. Und am Anfang war ich wegen der Kinder etwas weniger in der Werkstatt und inzwischen bin ich hauptsächlich in der Werkstatt und arbeite mehr oder weniger allein. Und so hat sich das verschoben. Und ja, was kann man davon lernen, dass wir das trotzdem zusammengeblieben sind, ist schon eine Leistung, dass man sich immer wieder auch auf den anderen einlassen kann und auch zurückstehen muss. Und das hat mein Mann in großartiger Weise getan. Ja. Damit ich habe so einen Arbeitsdrang, dass ich den gut durchziehen kann. Ja. Sehr gut. Ich wollte jetzt nicht nur alleine Fragen stellen, sondern natürlich haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat oder auch durch Handheben, sodass sie sich direkt mit unserem ersten Künstlerpaar auch beschäftigen können, Rückfragen stellen können. Uwe, wie sieht es bei dir aus? Gibt es im Chat
Reaktionen oder gibt es Menschen, die etwas fragen wollen oder etwas dazu als Kommentar? Es muss ja nicht nur eine Frage sein. Bisher noch nicht. Also bisher gibt es noch nichts, was sich im Chat tut, aber es gibt ja die Möglichkeit, sich direkt zu melden, also über die Reaktion oder auch per Handzeichen, um dann, da gibt es eine Meldung von Herrn Niklas, genau. Herr Niklas, Sie müssen Ihr Mikrofon freischalten. Und ja, das habe ich gerade gemacht. Super. Ja, danke schön. Wie schaut es mit Ausstellungen, mit Ausstellungsvorbereitungen aus? Also ich kann ja im Moment nicht in eine Galerie gehen oder planen Sie etwas? Ja, wir stellen so und so relativ selten aus. Deswegen ist das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass wir mal nicht ausstellen. Also ich plane zum Beispiel einen Tag der offenen Tür am 8. 9. Mai zusammen mit meiner Malerfreundin Christine Reinkens. Sie in ihrem Atelier, wir in unserem Atelier oder ich hier in unserem Atelier. Und wir wollen das zusammen auch vermarkten. Also das heißt, wir drucken Einladungskarten und verschicken die und hoffen, dass da ein paar Leute kommen. Und das ist so eine Art Ausstellung hier bei uns auf dem Gelände. Das hoffe ich, wird ganz schön. Und ansonsten lebe ich hauptsächlich von Auftragsarbeiten und die laufen eigentlich ungebremst. Also was heißt, die gehen einfach weiter. Ja, da sind wir nicht von der Corona betroffen. Danke. Vielen Dank. Es war noch eine Frage, ob es Künstlerinnen gibt, die für Sie beide anregend für Ihre Arbeit gewesen sind oder sind. Ja, da gibt es unterschiedliche. Also ich gucke mehr auf die Maler, obwohl ich auch Bildhauer bin. Mein Mann guckt auf die Bildhauer. Was sagt doch dazu? Also er ist ein Fan von Rittlitschka. Alfred Rittlitschka, vielleicht ist das... Verstorben, ein österreichischer Bildhauer, wohl bekannt, sage ich mal. Er hat ein Antifaschist, ein überzeugter Kommunist, ein Bildhauer, ein Österreicher, der einfach spontan in den Stein reingeht. Besser geht's nicht. Das ist mein Vorbild. Und politisch ein linkes Herz hat. Ja, vielen Dank. Ja, super. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich mich noch anschließen. Wie sieht es denn aus mit den, Sie hatten eben von öffentlichen Arbeiten gesprochen, Auftragsarbeiten, die Sie bekommen. In welcher Richtung haben Sie dafür ein Beispiel, wo Sie Aufträge wahrnehmen momentan? Ja, vielleicht haben wir im Film gesehen, das waren die Mönche in Helmershausen. Das war ein Auftrag, den ich vorletztes Jahr fertiggestellt habe. Im Moment steht das Dornröschen für Hof Geismar für den Rathausvorplatz gerade kurz vor der Fertigstellung. Soll am 1., wenn ich das schon sagen darf, es ist April, eingeweiht werden. Mal gucken, ob es klappt. Es ist ganz kurzfristig jetzt. Mhm. Dann habe ich noch eine Figur von dem Schott-Glas-Gründer Otto Schott in Auftrag, die jetzt auch die Wochen in Mainz aufgestellt wird. Und dann gibt es noch die Elisabeth Selbert, die ich demnächst für Kassel machen werde. Mhm. Ja. Es gab noch eine Wortmeldung, Frau Wicke, Sie hatten sich noch gemeldet. Das hatte, genau, und Frau Kram-Rettberg hatte sich auch gemeldet. Also beide, Frau Wicke und Frau Kram-Rettberg, hatten sich gemeldet. Ich glaube, Frau Wicke hatte ich jetzt gesehen. Frau Kram-Rettberg, Frau Wicke, stellen Sie doch Ihre Frage dann. Ja, okay. Ich wollte nur noch mal tun zu Herrn Bormann, Jörg Bormann. Die Figur, die Sie an dem See stehen haben, die ist ja eindeutig auf Rötschlikar. Also da sehe ich total die Verbindung auch von der Kraft aus dem Körper zu arbeiten. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wollte ich nur noch mal so sagen. Ja. Dankeschön. Frau Kram-Rettberg. Das ist eine Kreuzabnahme. Okay. Mich würde interessieren, also Sie wohnen ja wie ich auf dem Dorf, und ob sich dann in Sachen Netzwerkkooperation die Stimmung während dieser ruhigen Zeit auch verändert hat, ob dieses Dorf näher zusammengerückt ist, ob es da Unterstützung gab, vielleicht sogar auch in Künstlerkreisen. Also
habe ich eigentlich nicht erlebt, obwohl ich muss sagen, wir wohnen ja an einem Fahrradweg und jetzt im Sommer letzten Jahres kamen plötzlich unheimlich viele Fahrradfahrer wie noch nie zuvor und auch Spaziergänger. Wir haben ja so gegenüber einen Teich und es gab sehr viele Leute, die dann auch so eine ganze Fotogruppe, die dann auch bei uns reinkamen. Wir haben hier auch ein offenes Grundstück, wo die Figuren stehen und haben dann geguckt, dass wir so Zufallspublikum sehr viel hatten. Aber ja, die Leute im Ort haben sich nicht weiter... Wir haben so eine kleine Gemeinschaft in der Nachbarschaft, das ist ganz schön. Aber sonst haben wir da nichts Besonderes erfahren, ja. Aber es zeigt, dass es in der Region so vielfältige Dinge zu entdecken gibt. Manchmal verborgen, manchmal liegt es eben am Weg, sodass man da also auch ganz tolle Erfahrungen machen kann. Mit Blick auf die Uhr, wenn Sie keine Fragen aktuell, ich meine, es bleiben ja alle zur Verfügung, wir können auch später immer noch rückwirkend eine Frage stellen, aber wenn Sie zu dem Ehepaar Karin Bormann-Roth und Georg Ruckenthal keine weiteren Fragen haben, würde ich jetzt weitergehen zu unserem nächsten Paar, das in Kassel ist, Maja und Friedel Deventer. Und das ist ein Paar, das nicht zu Hause im Atelier nur etwas für sich schafft, etwas eine Arbeit, sondern es ist so groß, dass man sich das ja in einer Stadt vorstellen muss. Genauer gesagt in Göttingen und ein Kunstwerk, das sich sehr intensiv mit der Stadt auch auseinandergesetzt hat, mit den sozialen Nöten vor Ort, mit Menschen, mit Biografien. Und ich bitte dich, Uwe, vielleicht den zweiten Film einmal anzuspielen. Mit Ton. Eine Riesenfläche von 180 Quadratmetern soll von Friedel und Maja Deventer bemalt werden. Vorarbeiten sind nötig und jede Menge Farbe und Material, damit das Künstlerpaar die gemeinsam mit den Gästen entwickelten Ideen auf die Fassade bringen kann. Monatelang besuchte Friedel Deventer die Gäste des Mittagstisches, um Ideen zu sammeln. Viele ließen sich gerne für ihn und das geplante Kunstwerk porträtieren. Für sie alle eine schöne Aussicht, auf der Wand verewigt zu werden. Denn die Göttinger Turmstraße, wo die Szene sich trifft, galt als die hässlichste Straße Göttings. Friedel erklärt, dass er die oft ausgegrenzten, sozial schwachen und zumeist auch drogenkranken Menschen, die den Mittagstisch St. Michael besuchen, würdigen und ehren will. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit. Wir laufen mit in den heißen Sommer 2018, in dem Maja Deventer, Ted, Anna und alle Gäste mit großer Liebe fürs Detail verewigte. Träume der Gäste, die der Meister in luftiger Höhe als Gedankenblasen manifestierte, Tag für Tag ein Stück mehr. Ungestört hoch oben über der Straße dachte Friedel sich tief in die Träume der Menschen hinein. Hier malt der Meister die Kapelle in Santiago de Compostela, das Ziel jedes Pilgers, der den Jakobsweg beschreitet. Ein Traum von Thomas, einem Gast des Mittagstisches, der Friedel im Winter beschrieb, wie sehr ihn der Tod seines Vaters berührte. Thomas, natürlich von Maja gemalt, ist noch nicht gestartet. 50 Liter Acrylfarbe sind in dem Gemälde im Laufe von 3 Monaten von Deventers an die Wand komponiert worden. Höhepunkt der Gästeeingang wird zum Tempel. Künstlerische Würdigung der zumeist sozial Benachteiligten. Das Ganze gefiel nicht allen. Gebrummel und lautes Meckern über die Darstellung war ebenso Alltag wie die vielen Komplimente, die die Maler für ihre Arbeit bekamen. Friedel, bist du denn zufrieden mit den Träumen? Ja, doch, natürlich. Ja? Es ist aber immer so ein gewisser Theatereffekt, wenn das Gerüst abgenommen wird. Gerade bei den Träumen ist es ja ein Streifen, den man von unten gar nicht sehen konnte. Aber ich habe das ja von oben geprüft. Es ist keine Überraschung da und es gefällt mir. Thank you.
das ist ja eine richtige Geschichte, in die wir mit hineingenommen worden sind. Eine soziale Auseinandersetzung, ich sehe auch Applaus unten, sehr schön. Eine Auseinandersetzung mit sozialen Nöten von Menschen, aber auch mit den Träumen. Eine wunderbare Idee, finde ich, Wohnungslose und auch Menschen, die hier aus der Bahn geworfen wurden, so ernst zu nehmen, dass man sie gefragt hat, was wollt ihr eigentlich oder was ist euer Traum im Leben, was möchtet ihr tun und das ins Bild zu setzen. So darf ich Sie beide bitten, Maja und Friedel Deventer, doch etwas zur Entstehung dieses Kunstwerks zu sagen, das ja doch in der Öffentlichkeit steht und sich auch mit der Stadt, mit dem Sozialraum stark auseinandersetzt. Ja, Frau Vogt, ich bin heute als Solo-Selbstständiger ganz alleine hier. Ich muss also auch meine Frau vertreten. Die hatte heute dummerweise einen Autounfall. Zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber sie hat ein Brustbein gebrochen oder angebrochen und kann also auch nicht sitzen. Sonst wäre sie wenigstens dabei. Deswegen kann ich aber alle Fragen auch gerne beantworten. Aber normalerweise ist sie ganz eng an meiner Seite. Ja, das tut mir sehr leid. Also das wusste ich nicht. Ja, das hat sich heute erst ergeben, heute Mittag. Ja, dann wünschen wir erstmal von dieser Seite gute Besserung ihr. Und ja, Sie sagen, Sie können natürlich alle Fragen beantworten dazu. Ja, wie kam es zu diesem Projekt, zu dieser Darstellung an der Hauswand? Ja, dieses Gebäude nennt sich Mittagstisch. Das wird von der katholischen Kirche in Göttingen betrieben. Da bekommen also Menschen, die sozial abgestürzt sind, drogenabhängig oder alkoholabhängig sind, eine warme Mittagsspeise. Und dieses Gebäude war total verdreckt von außen. Das war von innen in Ordnung, aber von außen sah es ganz schlimm aus. Und ich bin auch bekannt dafür, dass ich auch schon in Gefängnissen gearbeitet habe und mit anderen straffällig gewordenen Jugendlichen, also verschiedene Sozialprojekte, habe ich schon mal realisiert. Und da bin ich eben angesprochen worden, ob ich noch mal Lust hätte, sowas Ähnliches zu machen, aber mit einem anderen Hintergrund. Und da war ich natürlich sehr gerne bereit. Und dass dieses Kunstwerk ein paar Tage vor der Eröffnung komplett zerstört wurde, ist eine erschütternde, einmalige Angelegenheit. Denn ich habe bundesweit von Bremen bis nach Stuttgart ungefähr 150 Wandbilder realisiert. Da ist kein einziges zerstört worden. Und ganz besonders schlimm finde ich, dass diese polizeilichen Ermittlungen ergeben haben, dass es sogar eine Künstlergruppe war, die in der Nachbarschaft ihren Treffpunkt hat, dass sie sich im Wesentlichen an der Kunst vergriffen haben. Also das ist eine ganz schlimme Geschichte. Ich will aber heute nicht über dieses Thema alleine sprechen, weil es auch sonst eher viele bestätigt und sagen, es hat ja sowieso keinen Zweck, sowas zu machen, weil es ohnehin zerstört wird. Aber es ist wirklich einmalig und in dieser Heftigkeit noch nie passiert. Und mir ist es immer wichtig, einen sozialen Hintergrund bei meinen Arbeiten mit zu beleuchten, weil ich kein Künstler bin, der nur auf der La Polar-Ebene steht, um etwas hübsch zu dekorieren. Ich versuche also mehr in realistischer Manier auch etwas aufzudecken oder auch positiv zu bestärken und habe damit eben sehr viel positive Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden. Sonst hätte ich auch längst was anderes gemacht. Und wenn Sie das Projekt jetzt sagten, eben Sie sind solo, selbstständig, wer ist dann der Auftraggeber? War das die katholische Kirche, wenn es in einem Haus in der Trägerschaft war? Ja, das war also katholische Kirche und andere, die mich da kannten, die in dem Umfeld ehrenamtlich tätig sind. Und das ist eben so, weil ich bundesweit bekannt bin und manche merken sich dann auch, dass ich für bestimmte soziale Probleme ansprechbar bin, sagen wir es mal so ganz allgemein. Und von der Arbeitsweise ist es so, dass ich die Entwürfe im Wesentlichen alleine mache und dann bespreche ich aber vieles mit meiner Frau. Und meine Frau, sage ich immer, ist ein gelernter Stier und ich bin ein gelernter Wassermann. Die Maja ist also sehr bodenständig und ängstlich, geht nicht gerne aufs hohe Gerüst. Und dann ist sie immer froh, wenn sie in unserem Bereich bis 6-7 Meter irgendwas zu tun hat und alles, was nach oben geht, bis 35 Meter Höhe,
das ist dann wieder was für den Wassermann, weil ich gerne mit dem Kopf in den Wolken bin. Aber ich bin sehr froh über die Kombination mit dem Stier, weil meine Frau auch mein Bodenanker ist, den ich brauche, damit ich nicht irgendwo davonfliege. Also bei Ihnen ist das ganz aufeinander bezogen, dass Sie die Projekte miteinander besprechen und auch gleichzeitig durchführen, miteinander durchführen. Ja, ja. Das ist ja auch, es ist toll, wenn man das miteinander kann, wenn es eben so eine Ergänzung gibt und Unterstützung im wechselseitigen Tun. Ja, das, ich kenne das auch von anderen Ehepaaren, bei denen das nicht funktioniert. Und das muss auch mit einer inneren Harmonie funktionieren. Man kann sich also nicht auf dem Gerüst rumstreiten oder so irgendwie. Man macht eine sehr exakte Vorplanung und dann wird das realisiert, ohne dass irgendetwas Grundsätzliches neu diskutiert wird. Also das würde alles kaputt machen. Das ist also eine andere Arbeitsweise, wenn man kooperativ arbeitet und gar an einem Wandbild. Im Atelier kann man immer mal eine Pause machen oder abends weiterarbeiten oder so, aber wenn man im Freien arbeitet, ist man sehr stark vom Wetter abhängig und man muss wissen, ob es regnet oder schneit oder stürmisch ist und wann es dunkel wird. Da hat man also immer nur ein kleines Zeitfenster tagsüber, in dem man arbeiten kann. Und da arbeiten wir auch am Wochenende. Und selbst ich habe sogar mehrfach am 1. Mai gearbeitet und bin dann von der Polizei vom Gerüst getrieben worden, weil habe ich gesagt, nach der Arbeit heißt für mich, ich arbeite. Aber das haben andere nicht so verstanden. Das ist ja nur mal eine Randbemerkung. Und wie haben Sie diese Zeit, diese Corona-Pandemie erlebt? Wie ist es Ihnen ergangen als Solo-Selbstständiger? Wir haben ja, sagen wir mal, also ich habe vor 39 Jahren die Kunstakademie Deventer gegründet, die wir seit der Zeit gemeinsam betreiben. Und ich selber bin ja in meiner künstlerischen Profession auf Kunst im öffentlichen Raum ausgerichtet, mit Wandbildern, Skulpturen, kinetische Objekte und. Und die Krise begann bei uns jetzt nicht erst durch Corona, sondern es war schon ungefähr vor 10 Jahren absehbar, dass das Bedürfnis der Leute in Ausstellungen zu gehen und Kunst zu kaufen ganz stark nachgelassen hat, weil es andere gesellschaftliche Formen gibt, wie man sich trifft oder eben Kunst nicht mehr braucht. Und da hat meine Frau also ein hochwertiges Catering gegründet seit 8 Jahren. Sie hat also vor ihrem Kunststudium Hauswirtschaft studiert und dann genauso wie ich Kunst studiert. Und von diesem Catering ist sie jetzt genauso betroffen, weil sie also nur an ganz kleine Gruppen mit 4-5 Leuten ausliefern kann. Und die Kunstakademie ist auch seit Weihnachten geschlossen. Weiß noch nicht, wann es weitergehen kann. Und in dem öffentlichen Bereich bin ich ganz erheblich gebeutelt, weil die öffentlichen Aufträge alle verschoben sind und die vielen privaten Unternehmer sind froh, wenn sie die Gehälter für den Mitarbeiter zahlen können. Da ist also auch noch nicht absehbar, wann ganz konkret Aufträge wieder kommen. Also auf der Sollte-Sein-Ebene habe ich eine Reihe von Aufträgen, aber ich kann nicht sagen, was ich nächsten Monat realisieren kann. Das nur zur Vorgeschichte. Und ich habe aber, weil ich diese Problematik schon, sagen wir mal, vorausgesehen hatte, die durch Corona natürlich eine extreme Zuspitzung bekommen hat, habe ich vor einem Jahr angefangen, ein Perpetuum mobile zu entwickeln. Also nur aus Plänen, aber mit Ehrgeiz und bin aber damit nur zur Hälfte fertig geworden, sagen wir mal so. Aber mit dem Ergebnis, dass ich jetzt in dem Corona-Lockdown das Perpetuum mobile nicht fertig machen konnte, aber stattdessen einen Magnetmotor erfunden habe, ein Motor, der sich nur durch Magnetkraft dreht, als von außen einwirkende Magnetkraft. Und da bin ich jetzt dabei, das für ein Patent vorzubereiten, weil ich eine neue berufliche Linie in der Richtung angehen werde. Und das gibt jetzt noch Probleme mit Förderung und viele wollen wissen, was ich da mache. Ich habe das schon vor Fachgremien dokumentiert. Und die kriegen vor Begeisterung den Mund nicht mehr zu, weil sie nicht glauben, was sie da sehen, weil sie alle sagen, das kann nicht sein. Und ich sage, ich bin kein Zauberer und Trickser. Ich zeige, wie es funktioniert, aber ich zeige nicht, warum es funktioniert. Denn ich muss erst die Patentanmeldung haben, bevor ich weiteres verraten kann. Und wenn man Fördermittel beantragen will, um das wirklich zur Perfektion als Maschine für die Stromerzeugung zu entwickeln, da wollen alle, dass ich erkläre, was sich da tut. Und da muss ich einen Weg finden, wie ich das wissenschaftlich erkläre, ohne eine Anweisung zu geben, wie das funktioniert. Denn dann könnte mir jeder
der sich in der Szene auskennt, überholen und das Ding gleich anmelden und dann wäre ich der Gelieferte. Also das ist ohne Übertreibung eine sehr innovative Idee. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um überhaupt über Magnetismus eine Rotation hinzukriegen. Das ist aber jetzt, könnte ich demonstrieren, aber das ist, sagen wir mal, meine Antwort auf die Krise der Kunst, weil ich die Sache sehr schwierig sehe. Denn wenn die Leute, die jetzt zurzeit keinen Urlaub mehr machen können, das merkt man ja schon, wenn die ersten jetzt nach Mallorca fliegen, die werden also erstmal das Bedürfnis haben, teure Urlaubsreisen zu machen. Und dann werden sie eher die unkritischen Konsumbedürfnisse befriedigen, also lieber einen großen SUV kaufen als ein teures Stück Kunst. Und da sehe ich noch gar nicht den Punkt danach, wenn die materiellen Konsumbedürfnisse befriedigt sind, wann dann erst das Bedürfnis kommt, wieder nachhaltig Kunst zu kaufen und nicht irgendwie nur ein paar billige Drucke für 12 Euro bei IKEA oder ähnliches. Also Sie sehen es einfach schon als eine lange Entwicklung seit 10 Jahren, dass für Sie die Kunstszene schwieriger geworden ist, ja, darin zu überleben, sodass Sie beide versucht haben, Alternativen auch zu finden. Ja, genau. Mhm. Vielen Dank, Herr Diewinter. Vielleicht gibt es noch Fragen von unseren Teilnehmenden an Sie. Ich sehe, im Chat ist etwas eingeblendet. Glauben Sie, dass sich die Kunstwelt, jetzt ist weggegangen, Moment, weiter verändern wird? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Denn wenn bei einem Zeitpunkt X die Corona-Krise weitestgehend, sagen wir mal so, überwunden ist, dann wird, sagen wir mal, die Kunst auch neu hinterfragt werden, ob sie nicht nur Zerstreuung oder Verhübschung der Realität zum Inhalt haben will oder ob sie nicht doch in der Lage ist, zu den neuen gesellschaftlichen Situationen Positionen einzubeziehen, also richtig Stellung zu nehmen. Also das ist meine einzige Hoffnung und da ist die Kunst auch wieder mitten im Leben. Denn bisher hat sie sich auch in den letzten 10, 20 Jahren offiziell, also das, was auf dem Kunstmarkt dann Bedeutung ist, aus den Wirklichkeitszusammenhängen entfernt. Und vieles war auch gar nicht mehr von Kunst als Können der Fall, sondern nur Kunst der Vermarktung oder Ähnlichem. Also das ist meine große Hoffnung, dass dann eine Neubesinnung kommt und sagt, wenn wir uns wieder, wenn ein Bedürfnis nach Kunst entsteht, dann glaube ich nicht, dass es dasselbe ist, was vor der Corona-Zeit noch aktuell war und dem trivialen Bedürfnis vieler entsprach. Also das ist so meine starke Hoffnung. Und dann würde ich auch weiterhin dran arbeiten. Also ich sehe nur jetzt keine konkrete Chance, da etwas zu machen, weil ich mir sonst vorkomme wie einer von Zeugen Jehovas, der irgendeine Kunst hochhält und sagt, wacht auf, der Untergang naht oder sowas und alle Leute schütteln mit dem Kopf und gehen vorbei. Also in diese Situation möchte ich mich nicht bringen. Das hat nichts mit Feigheit zu tun, sondern man muss eben neue Wege der Vermittlung und der Kunst suchen und da arbeite ich auch dran. Aber das ist jetzt heute nicht zu erklären. Das wäre eine wichtige Frage. Uwe, gibt es denn noch weitere Fragen? Im Chat jetzt nicht mehr. Ich schaue noch mal in die Runde, ob es noch Meldungen gibt, Handzeichen. Ja, von Frau Wicke. Ich sehe eine Hand, eine Meldung. Genau. Ja, also ich möchte, Herr Diewinter, möchte ich gerne darauf hinweisen, wenn er jetzt diese Erfindung macht, dann würde ich ihm raten, dass er auf jeden Fall einen Patentanwalt hinzuzieht und sich da beraten lässt. Nämlich wir haben die Erfahrung jahrzehntelang gemacht, dass das schneller weg und übernommen wird von anderen. Also da kann ich ihm nur ganz dringend raten. Ich habe mich mit diesen Dingen auch schon beschäftigt, ist vollkommen richtig. Es gibt nur ein Problem. Das, was ich erfunden habe, das geht nach den Gesetzen der Physik oder der Thermodynamik nicht. Wenn also das Prinzip meines Generators oder meines Magnetmotors besteht darin, dass Überschussenergie entsteht. Und diese Überschussenergie ist der relevante Bereich der Stromerzeugung. Wenn ein normaler Patentanwalt den Begriff Überschussenergie liest oder hört, dann sagt er, gibt es nicht, macht er sofort den Deckel zu. Also es gibt noch eine Reihe von Problemen, überhaupt das, was ich habe, patentamtlich durchzuziehen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Sie haben nur vollkommen recht, dass ich einen Schutz brauche. Und nur wenn ich jetzt genau beschreibe,
was ich da mache, dann ist das Patent frei für jeden, der es klauen will. Und da muss man höllisch aufpassen. Aber das hier ist mein Problem. Also nochmal eine Frage, die zurückgeht auf die Paarbeziehung. Wie würden Sie es beschreiben? Haben Sie sich eher in dieser in der Paarbeziehung sozusagen unterstützt darin, im kreativen Bereich? Oder ist eben jeder jetzt doch in sein Feld gegangen und es war ganz gut, dass der andere in ein anderes Feld gegangen ist? Also das war, ich hatte ja gesagt, seit einem Jahr hatte ich versucht, ein Perpetuum mobile zu erfinden. Würde jetzt, also ich glaube, dass ich es hinkriege, aber das will ich erstmal so stehen lassen. Und ich habe immer am Wochenende so 2-3 Stunden, habe ich mich in mein Atelier verkrochen und habe mit Magneten experimentiert. Und dann habe ich gedacht, das ist so frustrierend. Ich habe davon geträumt, wie es funktioniert und bin nachts aufgestanden und nichts hat funktioniert. Ja? Und wenn ich dann aus meinem Atelier hochkam, dann fragte meine Frau, na, hat es denn geklappt? Und ich sage, nee, scheiße, habe ich da nicht geklappt. Also das hätte ich nicht mehr ein halbes Jahr durchgehalten, denn wenn ich als Künstler eine Idee habe, dann sehe ich die fotografisch exakt und setze die um und fertig ist. Und ich bin nachts um 5 wach geworden, habe genau davon exakt geträumt, wie das aussieht, was ich mit den Magneten anstellen soll. Und ich mache das und peng, die knallen zusammen und sind kaputt oder sonst was. Da hat meine Frau gesagt, davon verstehe ich gar nichts, mach du das mal alleine. Aber sie hat fest an mich geglaubt. Also das war schon wichtig, wenn sie gesagt hätte, hör doch auf, alle Fachleute sagen, das geht nicht, kapier doch mal, dass es nicht geht. Deswegen gibt es doch die und die physikalischen Gesetze. Das hätte ich schon, also ich hätte dann irgendwann auch aufgegeben, weil ich dachte, bist du jetzt verrannt und bist du jetzt alt und starrsinnig und unbelehrbar und. Überlegt man, ist es jetzt soweit, dass ich keinen Rat mehr annehme? Aber ich glaube, es ist noch nicht soweit. Ja, vielen Dank, Herr De Winter. Ich glaube, es ist deutlich geworden, an welchen Projekten Sie dran sind, was Ihnen wichtig ist und dass Sie sich da gegenseitig sehr schön unterstützen. Ja, genau, danke. Ja. Gibt es, wenn es keine weiteren Fragen gibt, Uwe, ist bei dir soweit alles, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Paar, zu Helmut Wenzel und Gudrun Wicke aus Naumburg. Und damit gehen wir wieder in den Landkreis, um dort ein paar zu entdecken, ja, das ganz andere Themen und Schwerpunkte hat. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Und vielleicht schauen wir auch zunächst das Video an, damit wir einen Eindruck bekommen. Helmut Wenzel, Maler und Designer. Gudrun Wicke, Plastikerin, Zeichnerin und Kommunikationsdesignerin. 1980 lernen wir uns in Berlin-Kreuzberg kennen. Kunstbegeistert wollen wir frei und ganzheitlich leben und arbeiten. 1981 beziehen wir eine Fabriketage. Ab 1982 reagieren wir in unseren Arbeiten kritisch auf gesellschaftliche Ereignisse. Helmut malt großformatige Acrylbilder. Ich entwickle mit einer eigenen Technik realismusnahe Großskulpturen. Ausstellungen und Medien bescheren uns viel Applaus, sichern aber nicht unsere Existenz. Wir wollen weiterhin künstlerisch frei arbeiten und gründen deshalb 1985 zur Existenzabsicherung Art und Design. Von der Idee bis zur Herstellung entwickeln wir Plakate, Broschüren, Spiele und Wanderausstellungen, die Kinder und Erwachsene für ihre Umwelt sensibilisieren. 1989 werben wir für die Bundesgartenschau Berlin 95 und dann öffnet sich die Mauer und wir sind raus. 1992 ziehen wir nach Königs Wusterhausen, wie wir uns ein selbst entworfenes Atelierhaus bauen. Am Anfang malte ich gegenständlich. Später löste ich mich vom Gegenstand. Mich interessierte jetzt die Dynamik der Farben und der abstrakten Formen in ihrem Wechselspiel. Ich entdeckte, aus dem Körper heraus zu malen. Am Ende dieses Malprozesses entsteht ein Bildorganismus aus Intuition und Ratio. Das neue, helle Atelier inspiriert. Der Mensch im Umbruch ist mein Lebensthema. Sowohl die Umbrüche, die von außen einwirken, als auch die, die man selbst initiiert. Meine figurativen Großplastiken realisiere ich zunehmend abstrakter.
Es reizt mich, in meinen Zeichnungen Empfindungen zu visualisieren, die nur für diesen Zeitraum zutreffen und somit unwiederholbar sind. Das Ziel von Art und Design ist die aktive Mitgestaltung an einer humanen, umweltgerechten und zukunftsorientierten Gesellschaft. Helmut und ich bringen dafür unsere jeweiligen kreativen, künstlerischen, konzeptionellen und technischen Kompetenzen optimal ein. Wir arbeiten kongenial und sehr erfolgreich zusammen. Nach nunmehr 30 Jahren Art und Design wollen wir uns wieder voll und ganz unserer freien Kunst zuwenden. 2016 haben wir alles verkauft, sind nach Naumburg gezogen und widmen uns unseren Kunstprojekten. Seit 2020 setzt uns die Pandemie soziale und kommunikative Grenzen. Zum Schluss kein Kuss. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, auch bei Ihnen ist es sehr deutlich geworden, in Ihrer Unterschiedlichkeit zu arbeiten, dass Sie trotzdem sehr aufeinander bezogen sind und vor allen Dingen die Orte, diese gemeinsamen Lebenswechsel sind natürlich schon sehr beeindruckend, wenn wir von Berlin-Kreuzberg und die Anfänge nehmen, jetzt bis zu Naumburg. Würden Sie sagen, dass Sie heute hier in der Region angekommen sind? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also wir sind im BBK organisiert gewesen schon seit 30 Jahren, sage ich jetzt mal. Und haben auch hier sofort Anschluss gefunden und genauso auch hier in Wolfhagen, wo eine Gruppe sich gebildet hat von Künstlern. Und da fühlen wir uns insgesamt gut aufgehoben. Jetzt von künstlerischer Seite. Und ansonsten genießen wir hier wirklich voll uns auf unsere Kunst zu konzentrieren. Also wirklich nur das zu machen und wirklich da auch weiterzukommen, auch weiterhin und jetzt ganz intensiv. Ja, das ist so das Wichtigste. Mhm, vielen Dank. Wie haben Sie denn diese Zeit der Pandemie, diese stille Zeit erlebt? Konnten Sie da beide, jeder für sich im Atelier weiterarbeiten oder war das für Sie eine sehr schmerzliche Unterbrechung? Kann man eigentlich nicht sagen. Also da muss ich schon sagen, ähnlich wie meine Vorrednerin, dass dadurch, dass man also wenig Außenkontakte hat, dass man da tatsächlich mehr und intensiver arbeiten konnte. Also im Prinzip, dass Sie immer in wie Klausur sind, weil Sie für sich konzentrieren und das machen, was Sie alleine tun. Und ja, aber ich kann trotzdem etwas noch ergänzen und zwar ohne Frage. Also wir haben immer auf Menschen reagiert und mit Menschen agiert. Ja, also diese Kontakte fehlen uns wirklich absolut. Da gibt es gar keine Sache. Auch wenn man natürlich virtuell miteinander kommunizieren kann, ist es doch eine ganz große Entfremdung, dass man, sich nicht umarmen kann und kann wirklich auch richtig diskutieren und kann sich kritisieren mit 6 oder 8 Leuten. Also das ist wirklich etwas, was fehlt. Und genauso auch die Kultur, also Kulturbesuchen. Das war vorher immer ein ganz fester Bestandteil innerhalb einer Wochenplanung, dass wir 1-2 Mal wirklich kulturelle Ereignisse wahrgenommen haben, um dort auch weitere Impulse zu bekommen, ja, und dann danach auch auszutauschen. Das fehlt. Also wenn ich von mir ausgehe, das fehlt mir total, diese 2 Sachen, ja. Weil Kultur eben ein Wechselspiel ist, natürlich, weil man dazu ein Gegenüber braucht. Und wie haben Sie das wirtschaftlich erlebt, diese Form, dass man jetzt nicht mehr so viel nach außen sozusagen auch vielleicht präsentieren kann? Ja, also dazu kann ich sagen, hat es uns für uns betrachtet in einer, ich will nicht sagen, glücklichen Lage kann ich nicht sagen, aber in einer günstigen Lage getroffen. Und zwar, wir hatten uns vorgenommen, als wir umgezogen sind, dass wir 3 Jahre uns wirklich voll auf uns nur besinnen.
Und also das wird, und danach erst wieder starten. Das wäre 2020 gewesen, unser Start. Und der ist natürlich jetzt erstmal ausgefallen. Aber wir können uns immer auch wiederum, wie soll ich sagen, verkleinern, einengen und so weiter, weil wir das Jahrzehnt auch so gewohnt sind, das Ausdehnen und das wieder Schrumpfen, sage ich jetzt mal so. Und das ist jetzt im Moment eben gerade so eine Schrumpfphase nach außen, ja. Aber wir haben in dieser Zeit noch mehr Projektideen aus Berlin mitgebracht und da gibt es so 2, 3, an denen wir bis jetzt auch weiter arbeiten. Aber dann noch nicht nach außen gehen können, sage ich jetzt mal, ja. Also so, dass ihr eigentlich immer dieses Phänomen, sich anzupassen an die Umstände, an die Gegebenheiten mitgebracht haben, weil sie sich sowohl künstlerisch als auch als Paar neu erfinden können. Absolut. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, dass es, ich sage jetzt mal für mein Verständnis, gibt es überhaupt keine Sicherheit. Also nahezu nicht versichert sein, für nichts und nichts, ja. Und deshalb immer wieder, aber die Zuversicht, dass wir uns gemeinsam etwas einfällt, wie wir darauf reagieren. Und wir stellen alles zur Disposition, zu jeder Zeit an, ja. Also das ist unsere Stärke, denke ich. Ja, das hört sich in der Radikalität natürlich sehr krass erstmal an, aber... Ist es auch, ist es wirklich. Ja. Ja. Auch wenn ich lächle, ist es wirklich krass, wie man sich verändern kann und welche Möglichkeiten man hat und dass es immer wieder etwas Positives gibt, wo man hinsteuert und man lernt sich immer wieder von der anderen Seite kennen. Also das finde ich, wie gesagt, der Mensch im Umbruch ist wirklich mein Thema, ja. Und das ist wirklich phänomenal, wie umfangreich das ganze Gebiet ist. Ja. Also wollte ich nur sagen. Ja. Und wie wichtig ist es da, dass Sie das beide tun? Also könnten Sie sich das auch in einer anderen Konstellation vorstellen? Oder ist es gerade bei Ihnen wichtig, dass beide eigentlich so ungebunden, losgelöst sich immer wieder neu erfinden können? Also ich denke, wir sind seit 30 oder 40 Jahren, sind wir ein gutes Team. Und jeder hat so seinen Bereich, aber die beiden Bereiche werden dann zusammengefügt und es entsteht also was Neues. Ne? Das heißt also, jeder trägt für ein gemeinsames Projekt also seinen Beitrag. Ne? So. Und wie ist es bei Stress, wenn man denkt, oh Gott, das geht vielleicht gar nicht weiter, das hat keine Zukunft oder so? Können Sie sich da gegenseitig ausgleichen oder ist es eher so, dass man sich dann hochschaukelt? Also eigentlich ist es so, dass es abwechselnd ist. Wenn einer so richtig hochgeht, dann kommen wir anderen beruhigt. Und umgedreht ist es ganz genauso, ja. Dass man immer eigentlich so eine, dass es nie zusammen ist, wo wir beide unten sind oder durch die Decke gehen, ja, sondern man zieht sich dann wieder auch runter, wenn man durch die Decke geht. Ja? Also es hat sich wirklich, als wir uns kennengelernt haben, deshalb haben wir das auch in dem Film gezeigt, das war wirklich der Hauptpunkt gewesen, dass wir uns, wir haben uns kennengelernt in einer Kneipe in Kreuzberg und haben dann die Nacht über 12 Stunden nur geredet, bis wir nicht mehr konnten. Ja? Und das, ja, das war der Start, auch noch nicht gleich, aber dann wurde das Gleiche 3 Monate später, war für uns klar, dass wir das zusammen machen wollen, weil wir die gleiche Idee vom Leben hatten, ja. Wir wollten unbedingt Kunst machen, ja, und zwar frei, unabhängig von Galerien und von allen möglichen, ja. Und das ging eben im Bereich, dass wir dann das eben mit dem Art und Design, eben mit so einer Kreativagentur gemacht haben und haben uns aber da auch die Kunden gesucht für die Themen, die uns interessieren. In der Gesellschaft. Ne? Ja, gesellschaftliche Themen, ne, die uns interessieren. Und wir konnten wirklich auch, wir haben da Modelle gebaut und konnten dann vom Umweltbundesamt bis Gesundheitsamt, wir konnten wirklich sehr viele Leute dafür, also dann begeistern dafür, die sich das dann auch anziehen konnten, was wir gemacht haben. Und wir konnten das für die realisieren. Ja, also das war auch, wir haben durch diese Arbeit die freie Kunst finanzieren können, sage ich so. Weil sie immer auch. Wir haben auch verkauft, davon abgesehen, ja. aber das davon hätten wir nicht so leben können.
Ich glaube, das ist ja auch immer wichtig jetzt für gerade, wenn das jetzt Studierende sich anschauen, die heute Kunst studieren, überlegen, kann ich darauf mein Leben bauen, kann ich davon leben? Es ist ja immer so, dass man sagt, dass nur 3% circa der Künstlerinnen und Künstler wirklich davon leben können. Richtig, aber richtig. Wie man sieht, haben sie es geschafft, Anknüpfungspunkte an gesamtgesellschaftliche Themen zu finden und damit auch immer wieder öffentliche Auftraggeber, für die sie etwas tun konnten, für eine Ausstellung, für ja, Bundesgartenschau oder andere Dinge. Sie haben ja auch gesehen, Spiele, wir haben extra so die Bandbreite in zu ganz kurz nur aufgezeigt, was wir gemacht haben, aber es hat die gesamte Bandbreite, was es überhaupt gibt, auch Vorträge oder so etwas, also wir haben alles Mögliche in dem Bereich gemacht und auch immer mit Wissenschaftlern zusammen das Ganze dann nochmal gegengecheckt, damit wir auch immer up to date sind, ja. Mhm. Also das war in diesem Bereich, ja. Mhm. So. Sehr gut. Ich sehe, Uwe, es gibt schon Fragen im Chat und ich will ja nicht nur alleine hier mit Ihnen das Vergnügen haben, sprechen zu können, sondern natürlich auch unsere Teilnehmenden sollen Fragen stellen können. Ja, es sind zwei Fragen, die sich um ein ähnliches Thema handeln, also Berlin und Naumburg. Das ist ja ein großer Unterschied. Wie ist es Ihnen denn gegangen? Also vermissen Sie noch Berlin, fragt Frau Hofacker. Und wie sind Sie gerade auf Naumburg gekommen? Ist ja nicht gerade mit Berlin vergleichbar, fragt Frau Bröker. Also, wenn ich da mal antworten darf, wir haben schon geahnt, die Frage ist uns so oft gestellt worden, dass ich sie fast auswendig beantworten könnte. Und zwar, wir haben eine gewisse Vorstellung gehabt, wir wollten uns halbieren von dem, was vorher war. Also wir wollten jetzt in Bezug auf die nächste Lebensstufe bei uns, wollten wir uns verkleinern. Und wir haben im Internet haben wir einen Grundriss gefunden, der genau unseren absoluten Vorstellungen entsprach von, in einem Haus. Ja? Und das war eben in Naumburg, das Haus. Das hätte auch sonst wo sein können, aber es war in Naumburg. Und dann haben wir erst Naumburg kennengelernt, ja, dadurch. Also von einem Haus auf die Region zu kommen, ist doch auch mal ein Ansatz. Ja. Ja, vom Grundriss des Hauses, vom Grundriss, ja. Ja. Ja, nur vom Grundriss, ja. Super. Ja, Uwe, gibt es noch weitere Fragen? Chat ist gerade keine andere Frage mehr, aber vielleicht gibt es ja noch Meldungen von Teilnehmenden und Fragen nochmal an das Ehepaar Wicke. Ich schaue gerade. Ah ja, ob Sie schon in Wolfhagen ausgestellt haben. Ja, schon. Ja. Du schon dreimal und ich zweimal, ja. Ja. Also so, dass man sagen kann, Sie sind wirklich in der Gegend jetzt auch mittlerweile etabliert, angekommen und haben an Ihrem Projekt... Auch schon ausgestellt. Ja. Hm. Ja, also nicht nur in Wolfhagen, sondern auch in Kassel haben wir schon ausgestellt. Ja, ja. Ganz groß, ja, sogar. Ja. Prima. Also von Ihnen finde ich, bei Ihnen trifft das doch auf unsere Frage wirklich zu, dass man in gewisser Weise Resilienz und eine Ruhe lernen kann, wenn man sich das anschaut, wie Sie Ihr Leben immer wieder ganz neu umstrukturiert haben und voller Mut und Zuversicht, ohne Absicherung gedacht haben, das geht weiter. Es gibt irgendwie, wenn wir an unserem Thema dranbleiben, eine Perspektive. Und immer eine Lösung gibt es. Ja, es gibt immer eine Lösung. Nicht gleich, aber... Viel reden. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Ja, bitte. Dann gehen wir jetzt weiter von Naumburg wieder nach Kassel. Und da ist auch ein Paar, das ein Haus bespielt, das viele vielleicht schon in Kassel wahrgenommen haben, das Hugenottenhaus. Und so darf ich Silvia und Lutz Freier ganz herzlich begrüßen heute Abend bei uns. Sie sind auch sehr unterschiedlich natürlich, wie alle unsere Paare, ganz klar. Aber bei Ihnen kommt noch als Besonderes hinzu, lieber Lutz Freier, dass Sie gesagt haben, bei uns steht auch noch die Familie im Mittelpunkt, also Kinder. Das ist ja nicht immer selbstverständlich bei kreativen Paaren, dass man das versucht zu integrieren. Und so sind wir ganz gespannt auf das, was Sie uns heute Abend zeigen wollen. Ja, wir wollten anfangen einfach mit der Zeit, wo wir unser Projekt, das Hugenottenhaus, was Sie eben schon gesagt haben, Frau Vogt,
begonnen haben. Das ist 2019, nachdem wir Neue Enten und Neue Enten 2 2015 in Kassel und 2016 in Hamburg realisieren konnten. Und zwar war das eine Ausstellung zu Ehren von Fritz Schwegler oder waren das Ausstellungen zu Ehren von Fritz Schwegler. Und daraus hat sich wirklich über mehrere Schritte und über viele Hindernisse hinweg diese Möglichkeit ergeben, dass unser Team, das auch noch zusätzlich mit, wo noch Udo Wendland dazugehört, dieses Haus erwerben konnten, sodass wir die Möglichkeit haben, eben Ausstellungen zu machen und auch dieses Haus in Kunst- und Kulturhaus zu verwandeln. Und viele haben das ja schon gesehen und wir haben, letztes Jahr kam noch die Kunstzone und die Perle dazu, die eine besondere Situation in Kassel hervorgerufen hat, sodass man auch da Musikveranstaltungen sehen konnte und so weiter. Wir sollten uns ja selber ein Stückchen vorstellen und dass diejenigen, die jetzt hier mit im Chat sind, die Möglichkeit haben zu sehen, was wir an Kunst erarbeitet haben, haben wir uns jetzt darauf reduziert, einfach die Sachen zu zeigen, die jetzt innerhalb dieser Ausstellung zu sehen waren. Und da würde ich den Uwe bitten, da nochmal das nächste Bild zu zeigen. Mhm. Also das ist eine Arbeit von Lutz. Und zwar sind das die Hugenottenhausschüsseln. Und er hat an der Stelle Material, was er innerhalb des Hugenottenhauses gefunden hat, das war 2019, als er das Haus auch zugänglich gemacht hat, also das Haus war in einem sehr desolaten Zustand, hat er in diesen Schüsseln sozusagen verarbeitet. Und wenn man das so sieht, hat man ja auch das Gefühl, ach, das ist was, was man vielleicht auch von früher kennt in Häusern, die, ich sag mal, nicht ganz so solide waren, wo es von der Decke runtertropfte und wo unter Umständen Schüsseln aufgestellt wurden, um Flüssigkeiten aufzufangen und in dem Fall auch noch in dem hinteren Bereich auch ein Kohleneimer. Also dass man merkt, das sind so Anklänge an die Geschichte auch des Hauses in einer spezifischen Weise. Das nächste Bild ist, glaube ich, eins, wo man das ein bisschen näher sehen kann, also wo es auch um eine Bodenstruktur geht, wo man sieht, das ist, genau. Jetzt. Bleiben Sie vielleicht mal bei diesem Bild, die eben diese Figuren, die man da eben, genau diese, das ist eine Arbeit von Silvia, die heißen Ottis, es sind tatsächlich 8. Und das spielt mit mehreren Sachen. Einmal spielt es, natürlich sind die schwarz und weiß und es ist ein plastisches, weiches, haptisches Material. Die Haptik oder Plastizität spielt bei uns, wie vielleicht nur vergleichbar bei Josef Beuys, spielt das eine sehr große Rolle. Also das macht einen Unterschied, ob man in Stahl arbeitet oder Eisen oder eben in einem weicheren Material und damit natürlich auch näher an den Menschen dran sind. Diese Vögel haben auch durchaus was Anthropomorphes, sind schwarz und weiß und heißen Otte. Das Wort Otte versteckt sich natürlich auch in Hugenotte und es gibt ja diesen schönen Zusammenklang, in allen europäischen Sprachen taucht das auf, also dass eigentlich die 8 in der Nacht versteckt ist. Unsere Nacht ist eigentlich die 7, also das ist sozusagen das Mittelalter und auch das hermetische Weltbild von Kirche, also Vater, Sohn, Heiliger Geist und die sieben Planeten, die 7 Tage, ist eine sehr hermetische Idee von Welt und durch diese 8 kommen wir sozusagen aus der Nacht heraus und das in Englisch ist es 8 und Night oder in Französisch ist es 8 und Nuit, in Spanisch, in Italienisch Notte, Otte und so weiter und Silvia spielt also mit dieser 8 und auch mit dieser Nacht. Und da spielen wir ja auch, der Titel dieser Ausstellung war ja Freie Zimmer. Und weil wir nicht ein Hotel sind, was also Zimmer zu vermieten hat, das sind wir überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass unser schönstes Zuhause Kassel eben auch ein Zuhause sein soll für Menschen, die viel, viel, viel mehr in Not sind, als wir sind, auch in Kassel oder in Deutschland oder in Europa. Also das Freie Zimmer, der Titel der Ausstellung war sozusagen, es war sozusagen eigentlich schon nicht mehr der Zenit der Flüchtlingsdebatte, sondern es war schon ein bisschen danach, aber das war damit hineingewoben. Ja. Ich glaube, beim nächsten Bild sieht man eins noch mal ein bisschen größer. Okay, das klappt nicht ganz, aber ist nicht schlimm. Das ist auch eine Arbeit aus diesem Zyklus, den der Lutz gerade beschrieben hat, also wo die sogenannten Ottes
als Bewohner des Hauses an verschiedenen Stellen der Ausstellung aufgetaucht sind. Und dieses Wesen, das sitzt eben in einem Topf, wo man nicht genau weiß, löst sich das gerade auf, weil das unten heiß wird, oder springt es einen gleich an? Also das hatte so eine Ambivalenz zwischen so was niedlich Putzigen und sowas, wo man nicht genau wusste, ja, man hält vielleicht unter Umständen auch ein bisschen Abstand. Das mache ich an. Oder das ist eine Arbeit, die auch von Silvia ist, die sozusagen, die steht da, das ist auch dieses weiche Material, also mit dem die Silvia die ganze Zeit auch im Hugenottenhaus arbeitet und auch in dieser Ausstellung, das ist die Ausstellung vom letzten Jahr, Bewegte Zimmer. Mhm. In diesem Jahr arbeiten wir an der Ausstellung Doppelzimmer, also dann ist diese Trilogie ist dann vorbei. Dann arbeiten wir an anderen Themen weiter im Hugenottenhaus. Und diese Figur zeigt auf eine Stelle, wo eine Wanddurchdringung passiert. Also das heißt, das ist sozusagen wirklich ein Loch in der Wand, sozusagen, wo man mit der Hand durchfassen kann. Und auf der anderen Seite ist auch eine Figur wie diese, aber ganz anders, fremd, in einer anderen Farbe. Und die sind aufeinander bezogen, durch die Wand sind die aufeinander bezogen. Genau, hier kann man das schön sehen, die ganze Wand, die sich da, wie die da bespielt wird. Und da guckt es schon durch. Kann man gern weiter, ja genau, und das ist das andere Wesen. Das ist das andere Wesen mit der anderen Farbe. Ich hatte ja eben, bin ich schon drauf eingegangen, auf dieses Schwarz und Weiß und auch diese Mischungsverhältnisse, ja, von Schwarz und Weiß. Also das bezieht sich sozusagen nicht nur plakativ auf was Malerisches, sondern das sind eigentlich dann auch Denkfiguren. Also wenn wir das Material, oder wenn Silvia das Material Weiß und Schwarz verwendet oder überhaupt eine Materialität verwendet, sind das immer auch sozusagen Denkfiguren, die damit eingewoben sind. Man sieht zum Beispiel oben bei dem Kopf, ist eine ganz feine Struktur, also das ist ja sehr weich, also wenn wir mit Schulklassen, wir arbeiten ja auch mit der Schule am Wald zusammen, wenn wir da kamen, war das für diese Kinder ganz schwierig, das nicht anzufassen, aber in dem Moment, wo man das anfasst, schließt sich sozusagen diese Offenheit da oben am Kopf und das hat eigentlich fast was wie Federn, das ist sozusagen eine sehr, sehr feine und aber auch fragile oder verletzliche Struktur, die da gerade in diesem Kopfbereich auftaucht. Mhm. Genau, hier kann man das nochmal sehen, diese Zwiesprache. Und das ist jetzt die Arbeit von Lutz, die letztes Jahr zu sehen war, die hieß Waschküche. Und es ist sozusagen eine Installation, in der verschiedene Aspekte zum Tragen kommen. Und zwar gab es viele, die sagten, ach, das sind ja so Wannen, wo wir als Kinder drin gebadet worden sind. Und gleichzeitig war es was, dadurch, dass die so mit Sand gefüllt waren und so Köpfe hochsteigen. Ich glaube, die sieht man auf einem Bild noch mal ein bisschen genauer. Genau, dass man auch nicht genau wusste, ja, ist das was auftaucht und was abtaucht? Wo kommen diese Köpfe her? Was gibt es da für eine Atmosphäre? Also, dass es da auch anfing zu schillern. Also, dass auch dieser Moment von am Strand sein durchaus damit reinschwang, aber nicht nur in einem angenehmen Urlaubssinne. Man sieht hier auch diese Pfütze, die auf dem Boden ist und das tropfte von oben runter, so dass man das Gefühl hatte, ach, das tropft aus der Wäsche raus. Gleichzeitig roch es auch, wie es in der Waschküche zu riechen hatte, weil an einer bestimmten Stelle oben am Fensterbrett eine Schüssel stand, die gefüllt war mit Waschmittel. Und im Laufe der Ausstellung tauchte hinten diese kleine Schüssel auf, wo zwei kleine Köpfchen drin waren, die sozusagen nochmal eigentlich so eine Zukunft mit reinbrachten. Denn diese ganzen kleinen Wäschestücke, die auf der Leine hingen, waren eigentlich so kleingewaschene oder auch Kinderkleidung, die auch ein Stück weit darauf referierten, sage ich mal, dass die Geschichte, also die Historie des Hauses ja schon eine lange Geschichte ist und dass da immer wieder ganz unterschiedliche Menschen gelebt haben und eben auch da kleine und große und darauf sollte das ein Stück weit mit Bezug nehmen. Genau, jetzt können wir das nochmal näher sehen. Mhm. Da sieht man das, wie das mit dem Fenster war.
genau, das kann man jetzt. Das ist eine, auch eine ganz wichtige Arbeit, die im Laufe des Frühjahrs letztes Jahr entstanden ist, als der Lockdown passiert ist. Und das ist eine Arbeit auch von Lutz, die er direkt dort an die Wand geschrieben hat und in Art We Trust. Das ist natürlich in einer vielfältigen Weise auch wieder, wie Lutz eben arbeitet, vielschichtig. Vielleicht magst du da noch mit kurz was sagen. Ja, ich kann, also für uns ist Kunst ja auch immer bezogen, auch auf andere Kunst auch irgendwie. Und sozusagen die Inspiration, die wir selber haben, also man hat dieses Wir ja auch immer in sich selbst. Also man ist ja nicht einfach nur ein Ich. Oder sagen wir mal, das ist unser Anspruch sozusagen. Und erzähle ich vielleicht auch gar nicht was Neues. Und in Art We Trust, eigentlich steht auf diesem Dollarschein, steht ja nicht in Art We Trust, das ist vielleicht Zukunftsmusik. Im Moment steht noch drauf, in God We Trust, ist auch gut. Und wenn wir jetzt hier lesen, in Art We Trust, ist natürlich dieser andere Satz, in God We Trust und die Ökonomie, also das Geld, was Künstler nicht haben. Also ich erzähle ja immer ganz gern, dass für Kultur nur ein Fünftel ausgegeben wird, wie zum Beispiel für Rüstung, 50 Milliarden für Rüstung, 10 Milliarden für Kultur. Und dieses Wechselverhältnis von Kunst und aber auch Ökonomie, das taucht sozusagen in diesem Satz mit auf, aber eben nicht nur kritisch, sondern durchaus, das ist auch wirklich so gemeint, in Art We Trust, wir trauen der Kunst sozusagen sehr viel noch zu. Also diese schöpferische Kraft, die in schöpferisch ist kein Wort, was im Moment im Curriculum von Kunstwissenschaftlern überhaupt noch eine Rolle spielt. Wenn man also nachgoogelt, ist sozusagen das Wort schöpferisch sozusagen, ist wirklich es geht sehr runter mit diesem Wort, es wird eigentlich nicht mehr verwendet. Wir verwenden es schon auch immer in dieser Wechselbeziehung. Und man kann es auch vom Rathaus aus sehen, diesen Schriftzug, und auch von der Fünffensterstraße. Und das war uns auch wichtig, dass wir auch ein Zeichen oder auch eine Verbindung herstellen zur Stadt und damit auch zur Stadtgesellschaft. Und genau, jetzt nochmal, glaube ich, kleine kurze Sequenzen. Da kann man einfach jetzt gut durch die Bilder so durchlaufen lassen. Das ist unsere Wasserstelle, die entstanden ist letzten Sommer. Und das ist die Perle, also wo man sich abends hat treffen können, einfach nochmal zusammensitzen in kleinen Gruppen. Und das ist der Ausblick, den der Lutz ja schon erwähnt hat. Also Doppelzimmer, so heißt die diesjährige Ausstellung. Und es wird darum gehen, dass Künstlerpaare, die sich entweder so wie die Paare, die sich eben vorgestellt haben, zusammenleben oder zusammenarbeiten, aber auch Paare, die sich sozusagen über diese Ausstellung finden oder zusammengetan haben. Das wird, glaube ich, auch nochmal, also der Schwerpunkt liegt da drauf, was bedeutet es denn, zusammenzuarbeiten? Wie verändert sich die eigene Arbeit? Kriegt man neue Impulse? Das ist das, was uns an dieser Frage stellt oder an dieser Ausstellung interessiert, selber interessiert. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben einen breiten Überblick bekommen aus unterschiedlichen Projekten, die Sie miteinander teilen. Das Hugenottenhaus, ich hatte auch die Gelegenheit, mir eine andere Ausstellung dort hier anzuschauen. Und es ist ein besonderes Haus. Ich weiß gar nicht, ich hatte es jetzt eben nicht erwähnt, ein Haus mit einer langen Geschichte in Kassel. Vielleicht mögen Sie dazu noch einen Satz sagen. Da kann ich was sagen. Also es ist so umfangreich, es ist ja von 1820 ist dieses Haus und es gibt tatsächlich noch Spuren von dieser. Gerade sind wir in der ehemaligen Perlebar. Also das ist ein Zwischenraum zwischen dem Bodesaal und diesem Durchgang. Und da hat Arnold Bode mit seinem Bruder Paul Bode, die haben da so eine Bar gemacht. Das hieß Perlebar nach dem Krieg in den 50er Jahren. Und das hat sich aber sehr verändert. Da wurde eine Decke abgehängt und wir bauen das zurück. Also, und in diesem Rückbauen dieser Decke tauchten wirklich Originalfragmente auf von Arnold Bode, der hat ja das Schwarz geliebt. Ja, nach 45, klar, liebten wir alle das Schwarz. Diese Zeichen tauchen da auf. Man kann das auf alten Fotos auch sehen, aber man sieht, wir müssen jetzt im Moment da umgehen. Also was lassen wir von diesen alten Insignien und was wollen wir aber auch räumlich klären. Also von daher sind wir in allen Räumen sind wir immer befasst mit dieser Geschichte, die 1820 anfängt auch. Viele Menschen haben da, Stefan von Borstel hat sich sehr auseinandergesetzt mit Menschen, die da gelebt haben, zum Beispiel die Primavesis und viele, viele andere auch. Und auch wir setzen uns eben damit auseinander, dass das ein altes Haus ist und gleichzeitig leben wir als Künstler und Künstlerinnen jetzt auch irgendwie. Und das darf sich sozusagen treffen und das ist manchmal harmonisch und manchmal knirscht es und quietscht es und
das ist eine sehr spannende Aufgabe. Also als Paar sozusagen, das Gastgeber ist für die Vergangenheit, für die Familien, für die Kinder, für alle, die vorher in diesem Haus gewohnt haben und zugleich auch für die Gegenwart, dass sie noch andere Personen einladen, andere Künstlerinnen und Künstler auch Räume zu bespielen, Räume zu gestalten in diesem Haus. Ja. Sehr schön. Und damit auch Gastgeber natürlich, wie Sie es gesagt haben, außen, im Außenbereich, wo man zusammenkommen kann. Wie haben Sie jetzt diese Phase im Lockdown erlebt? Also bei uns fing die ja letztes Jahr an und es war schon so, dass wir ja mitten in den Vorbereitungen für die Ausstellung Bewegte Zimmer waren. Wir haben gemerkt, wir müssen die einfach verschieben. Wir haben dann gehofft, dass es im Sommer möglich war, was dann wirklich umsetzbar war, dass die Ausstellung stattfinden konnte. Aber die Konzeption hatte sich grundlegend geändert. Also da gibt es schon viel, was in Bewegung gekommen ist. Und dieses Jahr haben wir jetzt vorsorglich schon gleich die Eröffnung in den Juli gelegt, sodass wir am 16. Juli und bis zum 26. September offen haben werden. Und und da hoffen wir, dass das wieder klappt und auch, dass die Perle wieder öffnen kann. Also es ist alles geplant. Und weil auch die Menschen so dankbar waren, dass es diesen Ort gab, dass man dort zusammenkommen konnte. Und das war sehr vielgestaltig. Also es waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, kamen dorthin, aus verschiedenen Ländern kann man sagen, in verschiedenes Alter. Dann, das ist ja immer wieder so eine Fragestellung, wie schafft man das, auch junge Leute anzusprechen? Ja, und auch aus verschiedenen sozialen Schichten, sage ich mal. Und da bemühen wir uns sehr drum und haben auch eine gute Nachbarschaft mit der Neuen Denkerei, mit den ganzen Institutionen, Kunstinstitutionen rund um uns. Wir sitzen ja mittendrin. Da versuchen wir immer in Kontakt zu bleiben, was natürlich durch Corona auch ein Stück weit erschwert wird. Sonst hat man sich immer selbstverständlich getroffen in bestimmten Kontexten zu Eröffnungen oder zu Veranstaltungen, zu Filmevents. Und das muss jetzt alles selbstständig erarbeitet werden. Also man kann nicht einfach rausgehen und trifft sich, sondern immer wieder müssen Beziehungen, die müssen viel mehr investiert werden, um die auch zu pflegen. Und gleichzeitig gibt es neue Verbindungen. Also die Architekturklasse von der Marie-Therese Hanankur-Fuchs zu uns gekommen sind. Die haben Entwürfe gemacht für das untere Gelände. Jetzt ist gerade das Staatstheater da und dreht einen Film in unseren Räumen. Also das wird bestimmt spannend, den zu gucken. Freue ich mich schon drauf. Glaube ich auch. Wie ist es für Sie, dass Sie das zu zweit alles durchleben, diesen Prozess? Also es gibt ja auch Künstlerinnen und Künstler, die das alleine erleben, aber Sie haben es als Paar, als Familie bewusst gestaltet. Wie ist das für Sie? Eine Stärke, eine Quelle, dass Sie das beide tragen? Oder ist es manchmal auch der Unsicherheitsfaktor, dass ja beide auch dann so offen das Leben angehen, wie Sie es beide uns gerade geschildert haben? Also wir haben ja hier angefangen mit dem Kunststudium in Kassel, haben sehr früh uns auch als Paar gefunden. Etwa 1985 waren wir ein Künstlerpaar, also noch studierend ein Künstlerpaar und haben diese Akademiesituation als sehr lebend empfunden. Also heute ist das anders in der Kunstakademie, es ist lebendiger, aber damals war das richtig, richtig grauenhaft regelrecht. Und uns hat es rausgezogen aus dieser Akademie. Und wir haben dann im Freien gearbeitet, erstmal, ich sage jetzt mal so im Sinne von Landart, dann haben wir gemerkt, wir leben eigentlich in der Stadt und haben in der Stadt sozusagen skulpturale Akzente gesetzt, selbst mandatiert. Es waren keine Staats- oder Stadtaufträge, sondern wir haben uns selber Ecken, ganz verlassene Momente gefunden. Und irgendwann mal war aber klar, Kassel, das ist für uns sozusagen erledigt, vorbei. Und uns zog es nach, wir wollten eigentlich zu Josef Beuys nach Düsseldorf bei ihm studieren. Der ist uns aber weggestorben. Der hat in unserem Leben eine sehr große Rolle gespielt. Und dann gingen wir zu dem Freund von Josef Beuys, das war Fritz Schwegler. Also der war auch schon bei zwei Dokumenten vertreten, auch in der Nekropole. Silvia hat es ja schon erwähnt. Als er noch gelebt hat, haben wir ihm diese Ausstellung, ihn zu Ehren, die Ausstellung Neue Enden, haben wir konzipiert, kuratiert, organisiert, hat uns sehr viel Schmerzen und Freude bereitet, weil wir das alles auf dem Buckel hatten in jeder Hinsicht.
Und aus dem hat sich ja sozusagen alles ergeben, was wir dann erzählt haben. Und es ist so, dass wir das nicht als Paar alleine machen, sondern unsere Tochter ist jetzt von Berlin nach Kassel umziehend eine angehende Kunstwissenschaftlerin, die auf allen Ebenen, die man sich nur vorstellen kann, auch mitwirkt. Also sie ist nicht einfach nur die Betreiberin der Perlebar, sondern wir sitzen, man sieht hier, glaube ich, im Hintergrund den Ofen, der jetzt gerade nicht brennt, aber normalerweise brennt er. Und wir sitzen dann morgens mit einem Kaffee und reden über das, was am Tag ansteht. Und das hat viele Ebenen, also bauliche Ebenen, kuratorische, ja, seelische, emotionale, visionäre Ebenen. Und die besprechen wir jeden Morgen zu dritt, also mit der Maren zusammen, die sozusagen, da sind wir sehr froh, sozusagen wie auch, dass eine jüngere Generation, die ganz andere Begriffe hat und ganz andere Themen, wie wir die ja eingeübt haben über die vielen Jahre. Und das ist eine Relativierung und eine Infragestellung, die wir sehr, ich sage ruhig mal, genießen, also die wir auch richtig finden. Und auch unser Sohn, der lebt in Hamburg als Diplompsychologe, aber das ist auch ein ganz schöpferischer Geist, eigentlich ein Künstlertyp. Und auch der unterstützt uns sehr mit in allen möglichen Fragestellungen, die wir haben. Und das ist sehr bereichernd. Und zu der Ausgangsfrage von Ihnen, Frau Vogt, ob wir das denn auch machen würden, wenn als alleiniger Künstler, da kann ich ganz klar sagen, nein. Also das würde ich ganz bestimmt nicht machen und auch nicht durchstehen. Also das wurde ja eben schon gesagt, diese, ja, von der Frau Wicke, dass man sich gegenseitig bestärkt. Also wir bestärken uns ja schon, seit wir auch zusammen sind, denn natürlich wünscht man sich manchmal, dass man einen Partner hätte, der das Geld verdient. Das so war eine ganze Zeit lang so oder tauchte immer mal wieder auf, bis man sich wieder vergegenwärtigt, was man an miteinander hat. Also diese ganze Auseinandersetzung, die in einer sehr positiven und guten Weise sich vollzieht, dass man jemanden, dass ich jetzt den Lutz, dass der, ich den Lutz habe, dass der Lutz mich hat, dass wir gemeinsam an so einem Projekt arbeiten können, wo jeder seine Bereiche hat, wo man sich gegenseitig unterstützt. Denn das ist ja ein Grund, weshalb überhaupt Kreativität sich entwickeln kann. Sonst würde das gleich vernichtet werden. Ja, ja, leuchtet mir unmittelbar ein. Ich traue mich gar nicht, weitere Nachfragen zu stellen, weil ich sehe im Chat, da leuchtet es schon. Ja. Du, kannst du mal bitte zusammenfassen, was an Fragen gestellt wurde? Ja, im Grunde sind es zwei Fragen von Frau Hofacker. Die eine ist so ein bisschen historisch. Woher kommt denn eigentlich, aber das wisst ihr ja, woher kommt eigentlich der Name Hugenottenhaus? Wie steht oder wo besteht der Zusammenhang zu den Hugenotten? Und die andere Frage ist zwar eine ganz andere Richtung, aber schließt sich gleich an, ob ihr in eurer Arbeit finanziell von der Stadt auch unterstützt werdet. Mhm. Soll ich was sagen? Also das Hugenottenhaus ist sozusagen, wenn man es genau nimmt, ist es 1825/26 fertiggestellt worden und es ist das letzte Mietshaus, was in diesem Stil noch erhalten geblieben ist. Es ist eigentlich schon nach der Zeit gebaut worden und ist in dem Stil der Hugenotten gebaut worden, die ja die gesamte Oberneustadt sozusagen gestaltet haben, weil das war der Bereich, der ihnen zur Verfügung gestellt worden ist. Und damit haben sie auch die Stadt sehr stark mitgeprägt. Von der Stadt unterstützt, wir bekommen jedes Jahr, stellen wir Anträge, um die Ausstellung zu finanzieren. Wir stellen die nicht nur in der Stadt, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen, weil ja so eine Ausstellung Geld kostet und wir sind nicht institutionell gefördert. Das heißt, wir kriegen nicht regelmäßig irgendwie Beträge und die Stadt unterstützt uns da jedes Jahr. Ja, aber ja, das freut uns sehr. Also diese Zusammenarbeit, die ist im Gange und gleichzeitig ist es so, dass wir tausende Stunden unbezahlt, sozusagen ohne Budget unbezahlt. Manchmal würde ich gern so ein Schild draußen aufstellen. Hier entsteht eine neue Ausstellung ohne die Hilfe der Stadt und des Landes Hessen. Aber das wäre ja ironisch. Deshalb machen wir es nicht, weil wir uns freuen uns natürlich über die Unterstützung, die wir kriegen. Aber sozusagen der allergrößte Teil des Projektes ist sozusagen, also wir haben tausende Stunden, die sozusagen, dafür gibt es kein Budget. Oder wir haben jetzt gerade einen Frostschaden, kostet auch
über 1000 Euro, das bezahlen wir sozusagen, dafür gibt es kein Geld. Oder wenn die Ziegel vom Dach sich verschieben zur Regenrinne, das passiert bei jedem sehr stärkeren Sturm, dann repariere ich das irgendwie, weil ich das bei meinem Haus ja auch mache, dann mache ich es da auch. Und da könnte ich jetzt sehr, sehr viele Beispiele sagen, dass das sozusagen im Moment nur funktioniert, das auf diese Art und Weise. Ja, aber man kann vielleicht sagen, dass die Stadt uns sehr wohlgesonnen ist und die vielen, vielen Behörden, mit denen wir zu tun haben, durch die unterschiedlichen Anforderungen, die an so ein Projekt gestellt werden, die sind schon uns allen wohlgesonnen. Das ist schon wichtig zu sagen. Das stimmt. Dankeschön. Noch zwei Meldungen, zwei Fragen. Frau Kram-Rettberg hat sich gemeldet und Herr Niklas. Frau Kram-Rettberg. Mir ist jetzt gerade noch mal aufgefallen bei den Bildern der Perle. Ich war ja auch mehrfach da und ich hatte das speziell in diesem Sommer so als Rückzugsoase empfunden, weil im Freien fühlte man sich ja auch vor dem Virus so sicher. Und eigentlich kam mir jetzt gerade so dieses Bild, also auch eine Beziehung, also wenn man abends heimkommt, ihr arbeitet jetzt den ganzen Tag miteinander, aber wenn man abends heimkommt und sich auch in eine Oase zurückziehen darf, ich glaube, dann ist man wirklich gesegnet, wenn man diese Zeit mit einem Menschen verbringen darf, dem man zugewandt ist und kein Grauen davor haben muss, nach Hause zu gehen. Ich habe gerade Entscheidungsgründe. Nein, das möchte ich gerne bestätigen, auch beides auch. Also wir hatten im letzten Herbst, da war es schon sehr kalt in der Kunstzone und dann kam Ruan Grupa, also Reza Afisina, der hat dann noch den Iswanto angerufen, der kam dann auch und die Frau von Reza war auch da und der Sohn von Iswanto, also die Ruan Grupa Leute, also einige von denen waren da, jedenfalls die jetzt im Moment in Kassel leben. Und es war kalt an dem Tag und er wollte beschreiben, wie er das diese Kunstzone findet, und er sagte warm. Also er hat auf Englisch geredet und hat gesagt, es ist warm, und es war nicht warm und ich wusste, er meint was anderes, also eher vielleicht diesen Wärmecharakter, würde, um mal mit Beuys zu sprechen, das ist die soziale Wärme oder der Wärmecharakter, und der spielt in unserem Denken und Arbeiten spielt ja schon auch eine große Rolle, und wir genießen das sehr, wenn wir abends nach Hause kommen und der Ofen ist warm und wir haben einen schönen Blick in den Garten, also das ist schon auch tatsächlich eine Quelle. Oder eine, ja. Dankeschön. Ja. Herr Niklas. Ja, hallo. Wunderbar, die Bilder von der Perle gesehen zu haben. Ich weiß, wo ich im Sommer hin möchte. Ich auch. Ich wohne in Escherode, also in der Nähe von Kassel. Das heißt, ich schaffe das. Ich spinne jetzt ein bisschen. Ich bin hier Mitbewohner bei den Gastwerken, einer Lebensgemeinschaft, und wir sind Teil der solidarischen Landwirtschaft Kassel. Ist Ihnen das Prinzip bekannt? Ja. Solidarische Landwirtschaft? Also ich habe davon gehört. Sie haben davon gehört. Ich habe mir so, als ich gelesen habe, werden Sie finanziell von der Stadt unterstützt, ist mir dann eingefallen, unterstützen Ihre Gäste Sie finanziell, außer dass Sie bei Ihnen Kaffee trinken oder so? Ist dieses Modell für Künstlerinnen überhaupt denkbar? Wie wäre das denkbar? So, das ist meine Frage an Sie und vielleicht auch das Angebot, sich überhaupt mit diesem Modell solidarischer Kunst, wäre das denn ja, oder Kunst als Nahrung zu befassen. Also das Solidarische spielt sicherlich eine Rolle. Also nach uns sind ja Maya Oschmann und Marco Di Carlo, stellen sich vor als Künstlerpaar, und die waren bei der letzten Ausstellung, waren die eingeladen. Also Marco Di Carlo hat eine sehr schöne Arbeit da realisiert in dem Hugenottenhaus. Die ist auch immer noch da. Und das ist schon unser Anliegen, dass wir sozusagen da, wo es geht, sozusagen Künstler und Künstlerinnen einladen, also auch mitzuwirken, und wir fühlen uns da, ich glaube, dass wir Raum geben und gleichzeitig kriegen wir auch was. Also das ist ja, beruht auch auf Gegenseitigkeit, also diese Solidarität in beide Richtungen auch, also wir stellen sozusagen das zur Verfügung, was wir haben, eben diesen Raum, diese Räume,
Und es passt natürlich nicht immer. Also das ist jetzt nicht ein Gemischtwarenladen oder soll auch jetzt nicht das Prinzip der Messe sein, jeder eine Choreo und los geht's. Also man muss schon gucken, dass es einen Ausstellungsorganismus gibt in einer, innerhalb dem man dann zueinander kommt. Ja. Ich habe so verstanden, dass es um die Finanzen geht. Ja, ich dachte jetzt auch nicht an Ihre Kolleginnen und Kollegen, Künstlerinnen und Künstler, sondern ich dachte ans Publikum. Ja. Also da gibt es ja verschiedene, also es kostet ja Eintritt und wir haben sozusagen eine Spanne, wo man sich selber sagen kann, so wie viel möchte man geben, einfach damit man auch, wenn man nicht so viel Geld hat, die Möglichkeit hat, damit reinzugehen, aber auch, wenn man Lust hat, das Ganze solidarisch zu unterstützen, dass man dann einfach einen höheren Betrag bezahlt. Klar, man kann auch, ich sag mal, als Firma Begleitung durch die Ausstellungen buchen. Es gäbe da schon verschiedene Möglichkeiten, das Ganze, also das sind Sachen, die wir alle schon angedacht haben und auch praktiziert haben, um das Ganze natürlich nochmal weiter zu fassen. Auch, es gibt auch eine wunderschöne Edition, die schon zu Neue Enden entstanden ist, die man immer noch erwerben kann, aber ich bin immer sehr knickrig, sage ich mal. Ich gebe immer nur 3 raus pro Jahr, weil ich die selber auch so gut finde. Ja, also es gibt immer wieder auch neue Ideen, wie man vielleicht noch an weitere Gelder rankommen kann. Von daher ist es natürlich immer schön zu hören, so wie macht ihr das? Und da sind wir auch immer offen für Hinweise und Unterstützung. Ja. Wunderbar, mit Blick auf die Uhr. Vielen Dank. Ja, gerne, wir sind ein bisschen lang. Ne? Genau, wollte ich sagen. Also wir könnten noch stundenlang reden. Es ist total spannend und interessant. Aber ich würde gerne unser letztes Paar auch noch zu Wort kommen lassen und in der regulären Zeit sozusagen. Deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken. Sie sind ja noch weiter da, falls noch Fragen im Chat kommen. Und jetzt Maja Oschmann und Marco Di Carlo begrüßen, von denen wir auch sowohl ein Videofilm, 2 Videofilme sogar zu sehen bekommen und da einen ganz neuen Eindruck gewinnen können. Bitte schön, Uwe. Vielen Dank, und vielleicht können wir gleich den zweiten Film sehen, da Sie als Paar zwar natürlich zusammen heute Abend zu uns sprechen wollen, aber die Beiträge unabhängig voneinander. Ja, vielen Dank.
Jetzt haben wir beide Eindrücke gesehen. Es hat zwar Herr Pörschmann gesprochen, der Leiter des Symbolkammermuseums, aber ich denke, Sie können ja auch selbst noch etwas dazu noch mal erklären, warum Sie diesen Beitrag gerade ausgewählt haben, bei dem Thema, sich selbst als Paar auch vorzustellen. Bitte schön, Frau Oschmann. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Dieses Video, das war jetzt ein bisschen schade, der Ton ist verloren gegangen und die Musikerinnen, die fänden das jetzt, glaube ich, ganz schrecklich und von meiner Seite fehlt auch einfach ein wichtiger Teil. Aber ich kann jetzt ja mal kurz erzählen, in welchem Zusammenhang das steht. Also ein wichtiger Schwerpunkt in meiner künstlerischen Arbeit ist die Schnittstelle von Zeichnung und Musik. Und das begann am Ende meines Studiums. Ich habe also jahrelang, sage ich jetzt mal, klassisch gezeichnet, diese klassische Handzeichnung, Punktlinie, Fläche nach Gegenständen, und bin dann am Ende dahin gekommen, dass ich den Körper gezeichnet habe nach Sinneswahrnehmung. Ich habe zum Beispiel gezeichnet, wie die Zunge das Innere der Mundraumhöhle ertastet, und das ist dann eine ganz riesige Radierung geworden. Oder ich habe gezeichnet mein Raumempfinden und bin schließlich auch zu den Tönen im Ohr gekommen. Das ist eine abstrakte Zeichnung geworden. Ich stelle mir vor, wie sich die Töne im Inneren meines Ohres fortbewegen. Und da war ich an dem Thema angekommen, an dem ich seitdem immer noch arbeite. Und es gab einen wichtigen Film in meinem Leben, den habe ich zusammen mit Thomas Sternbach gemacht. Da haben wir eine Oper visualisiert. Die einen oder anderen kennen den Film vielleicht. Da tanzt die Tusche 7,5 Minuten, auch eigentlich mehr oder weniger im ungegenständlichen Bereich, zur Musik. Das war aber in meinen Augen schon auch irgendwo eine Illustration der Musik. Also wir haben wirklich keinen einzigen Ton vergessen sozusagen. Und dieses Feld bietet viel mehr. Und ich habe dann irgendwann nach dem Film die beiden Musikerinnen Constanze Betzel und Christine Weghoff kennengelernt. Und das war eine ganz tolle Begegnung. Und wir forschen jetzt wirklich. Also wir erarbeiten eigene Stücke auf der Basis von Klangbausteinen, von Klangbildbausteinen. Wir treffen uns ja in der alten Korkfabrik bei mir im Atelier, fangen an, zusammen zu arbeiten, entdecken Analogien, ja. Ganz toll, die Sprache ist eine Brücke für sowohl musikalische Parameter als auch zeichnerische. Also klingt ein Ton weich und rund oder sieht er so aus? Und damit arbeiten wir ganz viel. Wir reduzieren das auf einzelne Bausteine und entwickeln quasi eine ganze Welt daraus. Und wir, also ein Schwerpunkt ist auch, dass wir das Ganze unterrichten. Und das finde ich jetzt auch wiederum wichtig, das nochmal zu beschreiben, weil also wir unterrichten an der Uni Kassel für die Lehramtsstudenten im Bereich ästhetische Bildung diesen Transfer Zeichnung Musik. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Lehramtsstudenten zu uns kommen, die haben ganz viel Angst, was falsch zu machen. Und die fragen auch immer, dürfen wir auch den Pinsel benutzen? So denken wir gar nicht. Und nach 3 Tagen bringen wir sie dahin, dass sie völlig aufgeknackt sind und dass sie anfangen, neu zu denken und dass sie zum Beispiel eigene Kompositionen entwickeln mit Zeichen und mit Klängen. Die Klängen mit Alltagsgegenständen und die Zeichen, da führe ich sie hin in ganz vielen vorbereitenden Aufwärmübungen. Und das finde ich auch wiederum gesellschaftspolitisch ein ganz wichtiges Moment, weil die werden kreativ. Also die fangen an, selbst zu denken. Und da werden dann auch Spiele entwickelt und das tragen die in die Grundschulen hinein. Also wir ermuntern die, wir ermutigen sie dazu, diese Spiele, die wir da entwickeln, wirklich in die Schulen dann auch mit hineinzunehmen. Und ich denke dann manchmal an unsere Tochter, die Marie, die ist 8 und die mag Mathe nicht so. Aber wenn sie dieses Klangmemory gespielt hätte, das wir da entwickelt hätten, dann würde sie es lieben. Also quasi ich liebe halt Ideen und ich liebe das, wenn man querdenkt und dieser Transfer, der knackt irgendwie auch andere auf. So, das finde ich halt, das ist, glaube ich, auch wichtig, das noch zu sagen. Und genau, jetzt gebe ich erstmal meinen Mann weiter. Ja, guten Abend. Abend. Ja, ich werde mal auf die Frage antworten. Und zwar diese Frage, warum wir jetzt 2 Bildschirme haben und 2 verschiedene Videos zeigen. Ja, ist wahrscheinlich dieser Versuch, auch mal was getrennt voneinander zu unternehmen. Also, weil sie sonst den ganzen Tag in einem Haus sind jetzt durch Corona. Ja, und wir arbeiten ja tatsächlich auch viel zusammen.
auch in dem Transmetzeichen Musikprojekt bin ich involviert, technisch, beraterisch und so natürlich. Und Maja hat mir wunderbar geholfen. Jetzt zum Beispiel am Ende der Ausstellung im Sippelkram-Museum haben wir tatsächlich noch trotz Pandemie eine Live-Performance gemacht. Mit Mundschutz und allem. Und es waren richtig viele Leute da, waren sich viel Presse und so. Was man sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Oder vielleicht bald wieder. Und da hat sie mich eben den ganzen Tag wahnsinnig unterstützt, auch jetzt in der Kunst. Ja? Also abgesehen von dem ganzen Familienleben, was wir natürlich haben. Und erleben Sie es eher als, dass es einfacher ist, dass Sie beide aus dem Bereich Kunst stammen, oder ist es für Sie schwerer dadurch? Ja, ich finde das ja so süß, wie die anderen das alle ausgedrückt haben. Also ich werde es mal drastisch formulieren, dass wir eigentlich so gegenseitig so unser größtes Handicap auch sind. Ja? Also als jeweils Künstler. Trotzdem finden wir auch immer wieder zusammen und machen immer so viel zusammen. Das ist wirklich, es ist wirklich, wirklich hart. Also es ist viel Kampf auch, viel Alltagsstress und trotzdem dann bei der Stange zu bleiben und Kunst zu machen. Ja? Also eigentlich das, was so von allen anderen immer so als Letztes praktiziert wird, ja, wenn man dann Muße und Zeit hat und so, das ist bei uns Geschäft. Ja? Und irgendwie, wir haben noch nicht geheiratet, also noch nicht kirchlich geheiratet. Und wir haben uns immer gesagt, wenn sich die Ehe dann bewiesen hat oder bewährt hat, halt, man sagt ja bewährt hat, dann werden wir nochmal kirchlich heiraten. Und ja, so nach 20 Jahren, die wir uns jetzt kennen, weil wir haben uns auch schon im Studium kennengelernt, ist es vielleicht wirklich bald soweit, dass wir die Liste lang genug gemacht haben. Ja, und dieses Handicap, von dem du sprichst, das hat wirklich organisatorische Gründe. Also zum Beispiel haben wir festgestellt, dass es unglaublich gut ist, dass nur einer von beiden im Projekt steckt und der andere kümmert sich um Kochen, Kinder und inzwischen auch noch das Homeschooling. Wenn wir beide im Projekt stecken, dann wird es zu viel. Das schaffen wir irgendwie nervlich nicht, weil unsere Kinder ja auch noch so jung sind. Inhaltlich befruchten wir uns. Also inhaltlich ist es ganz toll, miteinander zu sprechen. Und da finde ich Markus' Rat immer unglaublich wertvoll und da verlasse ich mich auch drauf. Und er ist mir da auch eigentlich so mit der liebste Gesprächspartner. Aber es ist eben unglaublich schwierig, das zu managen, wenn halt kein festes Gehalt da ist. Und jetzt sind die Kinder ja auch noch recht klein. 9, gut, die Große ist jetzt 14. Ja, da braucht man eine liebe Oma, und die hatten wir. Also Markus' Mutter ist eine unglaublich hilfreiche, liebe Frau, und die kam immer wochenweise aus Brüssel angereist. Und wenn die da war, dann konnten wir, die hat auch immer nur unsere Rücklichter gesehen, und dann ging es richtig los. Dann haben wir immer irgendwelche großen Projekte fertiggebracht. Ja, sehr gut. Also ich höre Sie ganz deutlich, rein akustisch jetzt, und bei Ihnen war das so ein bisschen, also Sie sind nicht in einem Raum jetzt, Sie sind auch wirklich physisch an anderen Orten, weil da die Internetverbindung ein bisschen schwächer ist, glaube ich, oder? Ja, eigentlich haben wir so Top-Glasfaser hier von sagen wir jetzt nicht, aber dadurch, dass wir jetzt beide im Stream sind und wahrscheinlich unsere zwei Töchter jetzt auch noch saugen, hatte denen eigentlich gesagt, sie sollten nicht so viel saugen, jetzt die nächsten Stunden, aber ich werde gleich mal hingehen und das vielleicht nochmal anmerken, dass wir keinen guten Empfang haben. Aber ich denke, das Projekt ist deutlich geworden. Und ja, wenn Sie vielleicht noch etwas sagen könnten zu dem Projekt im Sepulkalmuseum, wie ist es dazu gekommen? Das ist ja auch dort ein sehr prominenter Ort der Ausstellung. Das habe ich jetzt auch gerade nicht gehört. Ich weiß nicht, woran es lag. Ja, vielleicht ist die Übertragung nicht so gut. Ich habe gesagt, dass Ihre Ausstellung im Sepulkralmuseum, es ist ja auch eine sehr, ein prominenter Ort, etwas zu zeigen, irgendwo mitzuwirken. Und das Video, das Sie vorgestellt haben, war von Dreisat aufgezeichnet. Also wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit dem Museum?
Oh, das ist eine ja, also ich habe damals meine erste Wohnung in Philosophenweg gehabt. Bin dann immer natürlich viel vom Philosophenweg direkt aus dem Bett in die Kunsthochschule gefallen. Aber auf dem Weg in die Stadt bin ich immer dort vorbei, den Weg da hoch, am Altenheim vorbei und wollte eigentlich sofort dort ausstellen. Und irgendwann war es dann soweit. Also ich habe vielleicht auch mich mit dem Museum entwickelt oder so, oder meine Kunst entwickelt. Ich weiß nicht, irgendwie passt das von auch den anderen Arbeiten, die ich so mache, thematisch super. Das Thema Tod ist ja unendlich und auch bei mir eben wahnsinnig wichtig, irgendwie das zu verarbeiten. Aber sehr eigenständig dieses Projekt, die Auseinandersetzung mit dem Tod in unterschiedlichen Formen und das von Ihrer Frau, also was ganz anders musikalisch, mit, also die körperliche Visualisierung von Tönen oder sowas, ist eine ganz andere Form. Also Sie bleiben trotzdem, dass Sie aufeinander bezogen sind, sehr eigenständig. Ja. 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 Oder? Ja, ja. Ja. Ja, das ist ja auch toll. Das ist eine Befruchtung. Uwe, ich sehe, es gibt im Chat schon Fragen. Nein, nur ein Link von Frau Falk zur Kultur in Kontakt Kassel. Bisher noch keine Frage im Chat, aber vielleicht gibt es ja Meldungen mit Rückfragen. Ich schaue mal gerade in die Runde. Aber es gab schon ein Lob für die Ehrlichkeit von Ihnen, Herr De Carlo. Also ich kann mir das vorstellen, das ist natürlich gerade mit kleinen Kindern in der Situation mit Homeschooling, wie Sie es geschildert haben, es ist keine einfache Situation, sowieso nicht. Für alle Paare ist es kompliziert, zu Hause zu sein mit den Kindern, dass man alles teilt von der Schule über die Arbeit, Essen, alles in einem Gebäude stattfindet. Aber natürlich bei zwei Personen, die sich so immer wieder neu erfinden müssen, ist es vielleicht nochmal in einer noch stärkeren Herausforderung als bei anderen Paaren. Wie erleben Sie das, die Situation? Kurz, dann sage ich kurz noch was dazu. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es vielen, vielen Menschen ganz schwer damit geht. Und das in unserem Fall eigentlich, dadurch, dass wir diesen Riesenmodus eigentlich gewohnt sind, ja, bei uns ist immer Corona, war jetzt dieser Unterschied gar nicht so spürbar. Im Gegenteil, muss ich ein Lob an Hessen jetzt, ich kann jetzt nur die kulturelle Situation in Hessen thematisieren, da ich jetzt selbst davon betroffen bin, aber durch diese welche Stiftung war das? Die Hessische Kulturstiftung, die hat ja ziemlich großzügig ausgeschüttet an ganz viele Künstler. Und ich habe von vielen gehört, dass sie dieses Stipendium von einigen tausend Euro bekommen haben. Und das, finde ich, hat jetzt eigentlich so in einem gewissen, sagen wir mal, in so einer gewissen Schicht von Künstlern. Also ich glaube, Amateurkünstler haben so nicht so richtig davon profitiert, auch nicht die Top-Leute, weil die vielleicht auch zu anständig waren, um das zu beantragen. Also die einfach von ihrer Kunst oder von irgendwelchen anderen Jobs gut leben können. So, ich denke, so unser Niveau, wo wir von der Kunst leben, aber eben auch noch viele Sachen machen müssen, einfach um Brötchen zu verdienen, war das sehr, sehr hilfreich, Tausende von Euro zu bekommen. Und da denke ich, hat sich das so ein bisschen, also ist die Welt der Künste so ein bisschen gerechter geworden. Also es hat sich so ein bisschen angeglichen insgesamt dadurch jetzt, durch diese krasse Zeit. Also es war eigentlich mehr Geld jetzt da für, ich spreche jetzt wirklich für diese Schicht der Künstler, die das beantragen konnten und dann eben auch bekommen haben, eine bessere Situation als sonst. Also die Kunst wurde jetzt irgendwie gewertschätzt und sowas von natürlich und selbstbewusst auch von den Menschen, die das einfach gemacht haben, also die das entschieden haben. Ich hoffe nicht, dass sich deswegen unser Finanzminister damals von zugeschmissen hat. Davon würde ich jetzt auch mal nicht ausgehen.
Aber ich meine, es ist ja schön, dass Sie dieses Kompliment an die Verantwortlichen weitergeben, weil es natürlich eine große Sorge ist, die ja viele mit Aufmerksamkeit beobachten. Wie kann es da weitergehen? Niemand möchte, dass dieser ganze Zweig sozusagen stirbt, weil es gar keine Auftritts- oder Finanzmöglichkeiten gibt. Also insofern ist es gut, dass Sie das aussprechen und dass es insofern auch wahrgenommen wird heute Abend. Zwei Meldungen gibt es noch von Silvia und Lutz Freier und von Frau Kleff. Ja, ich habe es schon freigeschaltet. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt dadurch, dass auch eben die Maya und der Marco mit dabei sind und im anderen Gefüge, so Familiengefüge sich bewegen als jetzt die Künstlerpaare, die vorher sich geäußert haben, wo Marco jetzt meint, wir wären süß. Ich glaube, wir sind einfach an der Stelle in einer anderen Lebenssituation, denn Lutz hat es ja beschrieben, dass wir mit unseren Kindern an einer ganz anderen Stelle sind. Und wir kennen das durch unseren Ausstellungskontext, dadurch, dass wir auch Kunststudenten oder mit ihren Abschlussarbeiten gezeigt haben und eben auch mitgekriegt haben, was es bedeutet, Abschluss zu machen und was dann passiert, das sind teilweise auch Künstlerpaare, dass das nicht einfach ist, dann Fuß zu fassen, genau in diesem Zeitraum, also was macht man nach dem Studium, was macht man, wenn man Kinder hat, wie kommt man über die Runden, das sind alles Fragestellungen, die natürlich sich nochmal viel mehr zuspitzen, als das, was wir jetzt heute Abend gehört haben an der Stelle. Ja? Vielen Dank. Ganz kurz dazu, weil wir haben seit 3 Jahren arbeiten wir an einem ganz großen Projekt, wo wir auch immer überlegen, wie können wir regelmäßig Geld verdienen. Und zwar ist es ein Online-Zeichenkurs. Wir haben schon 60 Videos gedreht und ich bin die Lehrerin, weil ich auch sehr, ja, ich kann so diese klassische Zeichenlehre ganz gut vermitteln. Und das, da haben wir schon ganz viel dran gearbeitet und die Website ist bald fertig. Und das ist sowas, wo wir, davon versprechen wir uns, neben diesen Präsenzkursen, die ich ja auch gebe in der alten Korkfabrik, nochmal eine größere Reichweite und dass die Menschen mit mir quasi online zeichnen lernen können. Und wir haben das beschlossen, bevor die Pandemie kam. Jetzt sind wir natürlich eigentlich mit diesem Produkt perfekt für Corona. Wir haben uns immer geärgert, warum sind wir noch nicht längst online? Und wir haben aber, weil wir immer nur so kleine Schritte gehen können, war jetzt das Kunstjahr von Marco stand im Vordergrund, diese große Sepulkralgeschichte. Ist es jetzt wieder das Ensemble Impuls, wo wir eine Förderung bekommen haben. Dafür arbeiten wir auch. Aber wir sind fast an dem Punkt, dass wir auch diesen Online-Zeichenkurs fertigstellen. Und vielleicht sind wir dann in der glücklichen Situation, dass wir einfach mal regelmäßige Einnahmen haben. Ja, vielen Dank. Frau Kleff. Ja, ich wollte gerne noch was Mutmachendes sagen, also dass die Kulturstiftung dieses Programm mit den Stipendien nochmal auflegt. Also ich habe die Dame da aus Wiesbaden hat mich heute angerufen und ich werde das morgen mal auf unsere Facebook-Seite packen, Kultur im Kontakt. Die Richtlinien und die ganzen Modalitäten sind noch nicht ganz fertig gestrickt, aber ich darf es am Morgen schon mal ankündigen und nächste Woche kommt dann die Gebrauchsanweisung. Und das freut mich natürlich. Das geht ja immer nach dem Windhund-Prinzip und wir würden uns freuen, wenn unsere Seite einen Beitrag leisten könnte, dass die Leute so früh wie möglich davon erfahren und sich dann eben auch Gedanken machen können, was zu beantragen ist. Dann wollte ich eine kleine zweite Anmerkung machen. Das ist ja eigentlich immer blöd, aber ich hatte mir so ein paar Schlüsselbegriffe aufgeschrieben und gedacht, unsere Frage war ja auch, was können wir denn, also als Nicht-Künstlerpaar, ja, oder Paare denn lernen eigentlich? Ja? Was können wir denn, gibt es da irgendwas, was wir uns in unseren kleinen Rucksack packen können? Und ich habe 5 Begriffe aufgeschrieben, ich gebe die einfach mal nur so in die Runde. Mir ist aufgefallen, dass bei diesen Erfolgsstories, also das sind ja alles lebenslange Prozesse und Projekte, das geht ja bei allen schon über Jahrzehnte, aber so als Schlüsselbegriffe waren mir Freiraum, Austausch, Kommunikation, Unterstützung, aber auch die Fähigkeit zur Reduktion
irgendwie so, habe ich so mitgenommen. Das hat mich jetzt wieder ein bisschen beflügelt und das relativiert auch manches. Das ist vielleicht, es ist zwar einerseits eine extreme Zeit, aber die Grundtugenden sind ja auch in nicht-pandemischen Zeiten dann gefragt oder so etwas. Also das habe ich jetzt für mich mitgenommen, sage ich jetzt mal. Ja, vielen Dank, Frau Kleff, für diesen positiven Ausblick. Evelyn, du hattest dich auch gemeldet. Ich wollte noch mal dazu animieren, dass Sie die Facebook-Seite auch besuchen und auch Projekte einstellen, damit die Kommunikation unter den Kulturschaffenden weitergeht jetzt im Lockdown. Und ich habe die Adresse der Facebook-Seite jetzt gerade in den Chat gestellt. Danke. Darf ich noch was anmerken dazu? Natürlich. Das ist völlig richtig, was Sie sagen, Frau Falting. Das geht leider im Moment immer noch erst über Bande. Also man schickt es uns und wir stellen es ein, weil wir vermeiden wollten, dass wir sozusagen ein Veranstaltungskalender werden für die ganze Region. Und deshalb, freuen uns auf jedes tolle Projekt und schicken es an Frau Falting oder Frau Lasch oder Kam Redberg, egal, oder an mich. Und dann werden wir das posten. Danke. Super. Herr Di Carlo, Sie hatten sich auch noch zu Wort gemeldet. Jetzt gerade war ich abgelenkt. Ich hatte nochmal versucht, unsere Netzverbindung ein bisschen. Ich habe den letzten hatte ich nicht gehört. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging, dass bei uns hing oder im Gesamten. Den Hinweis jetzt auf diese, wie man die Facebook-Seite nutzen kann, oder? Ach so, dann habe ich das gehört, ja. Okay. Nicht zu vergessen natürlich die Kassler-Initiativen, natürlich das vom Netzwerk und auch das vorige vom Kulturbahnhof. Also die Ohne Kultur ist es für den Arsch. Also das sind ja alles wunderbare Initiativen jetzt gewesen in dieser Zeit. Wenn das jetzt so weitergehen würde, ne, wenn diese Energie jetzt mitgenommen würde, also es sind ja so viele optimistische kann man es Optimismus nennen? Ich weiß nicht, ich nenne es vielleicht auch, also man kann resilient sein oder es ist sogar Doofheit. Ja? Also es ist so ein gewisses, manchmal ist es einfach auch selbstzerstörerisch, Kunst zu machen, ja? Oder sich in diese Situation zu begeben, selbstständig. Ne? Aber wie wir gesehen haben, mit sehr unterschiedlichen Standbeinen, die Sie sich ja auch zusätzlich geschaffen haben. Das ist ja auch. Nee, und es ist es eben auch wert, ne? Das ist das Tolle. Also diese wirklich das realisieren zu dürfen, was ja wie der Herr Deventer mit seinem Magnetismus, also das sind halt auch solche Sachen, dafür braucht man so eine gewisse. Ein Charakter auch. Man braucht vielleicht auch einen gewissen Knacks oder Klick in seiner Kindheit, wo man diese Disposition einfach dafür hat, nicht diese Sicherheit immer zu brauchen. Ja, oder so. Also ich weiß es nicht, was war das nochmal? Irgendein Artikel, der lag mal bei uns in der Korkfabrik. Ging es da um Schizophrenie? Nicht, dass ich irgendwelche die. Nein, Quatsch, das ist ja kein. Also, dass es schon so an Verrücktheit ranreicht. Ja? Also, es ist schon die Leute, die leicht manisch sind, sind auch leicht Künstler oder so. Also, viele können eben auch über die Kunst, und das ist das tolle Projekt bei Maya, dass sie eben diese Lehre auch gibt, also die Kunst den Menschen näher bringt, Erwachsenen und auch Kindern. Viele kann man, denke ich, mit der Kunst eben auch auffangen und diese Möglichkeit bieten, mit den Händen oder irgendwie mit seinen Sinnen etwas zu realisieren und das anderen auch zu zeigen. Dieser Austausch ist natürlich auch ganz wichtig. Auf jeden Fall. Mit Blick auf die Uhr, wir haben schon eine Viertelstunde überzogen, möchte ich nur sagen, gibt es noch eine Frage, die wir nicht gestellt haben, was ganz dringend ist und oben aufliegt? Ich sehe eine Sache im Chat.
Das ist das eher ist ein, ja. Ein Dankeschön für den anregenden Abend an alle Beteiligten und auch alles Gute für die Künstlerinnen und Künstler. In jeder Beziehung heißt es da. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, wenn man jetzt nicht Künstlerin oder Künstler war, konnte man eine Menge mitnehmen davon, wie mutig sie alle miteinander ihren Weg gegangen sind, wie sie sich total darauf eingelassen haben, auf das, was ihnen wirklich am Herzen liegt und was sie gesamtgesellschaftlich für relevant und wichtig halten, dass sie es einfach getan haben. Das ist nicht selbstverständlich, das ist toll, das ist unterstützenswert, was wir hiermit gerne tun wollen, sowohl indem wir Aufmerksamkeit geben, als auch die Möglichkeit zu spenden, wozu Sie herzlich eingeladen sind. Das ist ein Thema, dem wir dranbleiben wollen, Künstlerinnen und Künstler aus der Region um Kassel, aber auch aus der Stadt natürlich. Das sind gar keine Grenzen für uns, auch wenn der Landkreis anders organisiert ist als die Stadt. Das verbindet sich wunderbar. Und so darf ich mich bei allen Mitwirkenden des heutigen Abends bedanken. Es war eine sehr offene Runde, fand ich. Sie haben uns wirklich mit zu sich nach Hause genommen und ja, an ihrem Leben teilhaben lassen. Das ist nicht selbstverständlich, ein ganz großes Geschenk, von dem wir alle profitieren können. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Teilnahme und bis bald.